Das Beste. Let's go. Ich sehe gerade, Willi, du hast 1058 Follower. Ja, ich wurde vorhin in meinem Nachmittagsstream gebottet und mir wurden 932 Follower reingeflutet. Also Follower. Ich wollte jetzt fragen, wann du mir dazu gewonnen hast und ich es nicht mitbekommen habe und dich schon beglückwünschen. Willi ist einfach ohne uns Fame geworden. Ja. Erstmal nee. Eine Woche mal nicht da, schon in der Fame. Nee, tatsächlich habe ich über die letzten Tage hinweg Follower verloren, weil ich einfach nicht mehr gestreamt habe, jetzt eine Zeit lang. Genau, aber heute Mittag wurde ich gebottet und... was ist das hier? Ja. Und mit einem React, weißt du, auf einmal geht der Alert los. Okay, ne, so nebenbei... Guckst du auf den Namen, ja, danke für ein Follow. Dann kommt noch einer, wieder so ein kruder Name mit einer Zahlenkombination. Dachte ich mir so, warte mal, das System kenne ich. Noch ein Name mit einer kruden Zahlenkombination, erstmal geguckt. Irgendwann habe ich dann die Alertbox ausgemacht und es durchlaufen lassen und mein Follower-Ziel unterm Stream aktualisiert, damit man sozusagen sehen kann, wie viele Bots mir da reingespült wurden. Wahrscheinlich ist das eigentlich so eine Art Kommunikationsmöglichkeit für die Russen, um Nachrichten an Schläferzellen nach Deutschland durchzuschleusen. Und du hast einfach dadurch, dass du es abgedreht hast, die Nachrichtenfluss unterbrochen. Ja. Genauso wie bei dem einen Hack, den ich aus Russland hatte, wo ich dann bei Google im Account gesagt habe, erstmal Gerät löschen. Ah, das kannst du eigentlich mal erzählen. Habe ich das noch nicht erzählt? Alir, Steffi? Nee. Kommt das komplett neu vor. Ja, mir auch. Oh, ja gut, letztes Jahr, weiß nicht wann das war, glaube im November. Da habe ich mal in mein E-Mail-Postfach geguckt und gesehen, hier PayPal Zahlungen gesendet. Dachte mir so, ha. Okay, guck's mal rein. Ja, Zahlung an Google, LLT oder... Oh, lol. Ich wäre gerade fast in den Abgrund gehüpft. Okay. Willi, der Burggraben. Hier Zahlung gesendet an Google. Okay, keine Ahnung. Guck bei PayPal in meinen Account in die Zahlung rein, weil, ja, vielleicht habe ich irgendwas in-App gekauft oder so oder irgendwie irgendwas gekauft. Keine Ahnung. Amazon bucht ja auch regelmäßig hier seinen Betrag ab. Achso, ja, stimmt, da springt jeder hoch. Amazon bucht ja jedes Mal Prime ab, immer wieder. Und, bei meiner Bank habe ich ja auch immer die Abschlusszahlungen, so quasi random Beträge, die mir abgebucht werden. Dachte ich mir erstmal so nichts bei. Okay, dann gucke ich so. Hier Zahlungen an Google LLE im Auftrag von so ein ganz komischer App. LLC, naja, ist egal. Im Auftrag von so einem ganz komischen App-Namen. Okay, da habe ich Chris von erzählt. Ich dachte mir tatsächlich so, naja, gut, ne, dann die paar Cent drauf geschissen. Aber hab das Chris so erzählt und mit Chris haben wir in meinen Account geguckt. Ja, wurden Abos auf 3 Apps abgeschlossen, für die ich. Also, das Abo kostet in der ersten Woche, glaube 90 Cent oder so. Ab der zweiten Woche hätte es pro App im Schnitt 40 Euro gekostet, pro Woche. Scheiße. Ja, also erstmal alles ausgestellt, bei PayPal die Zahlung zurückgefordert und so weiter und so fort. Die Zahlung habe ich übrigens bis heute nicht bekommen. Aber gut. Soll ich da mal mit dir schauen? Ach nee, das ist mir egal jetzt. Auf jeden Fall, ja, erstmal die Pseudo-Abos da gekündigt. Ja, eine App, die ich im Play Store gefunden habe, auch direkt mal gemeldet. Und dann in meine Account-Details reingesehen. Habe ich gesehen, hier Anmeldungen in meinem Account auf einem Galaxy S20. Ich hatte ein Note 8. Soll ich mal mit dem Penner hier reden? Warte mal, erzähl doch erstmal dann. Okay, dann. Das ist der Penner, ja. Dann warten wir mal kurz. Anmeldungen auf einem Galaxy S20. Ich habe Note 8. Dachte ich mir, okay, das ist nicht mein Telefon. Und auch keiner aus meinem näheren Kreis, außer Chris, hat ein S20. Ich habe ein FE.
Genau, du hast eine FE. Witzigerweise, als ich dann da reingegangen bin, hieß es Galaxy S9. Und hab da mal eine Geräteortung gemacht. Ich weiß, dass man sein Gerät bei Google orten kann. Moin, Schöffel! Ich weiß, dass man sein Gerät bei Google orten kann, deswegen habe ich mal angeklickt, ne, Gerät suchen. Mitten in Moskau wurde es mir angezeigt. Und dann dachte ich mir so, okay, wird ein Hack sein. Also habe ich eine andere Funktion genutzt im Google-Account, nämlich die Gerät-Löschen-Funktion. In deinem Google-Account hast du drei Optionen: Gerät orten, Gerät sperren und Gerät löschen. Dann kannst du über Fernzugriff eben entsprechende Funktionen benutzen. Dein Gerät halt orten lassen, wo es ist. Sperren, dass du es halt nur selber entsperren kannst. Daten verbleiben auf dem Gerät. Oder halt Gerät löschen. Das Gerät wird platt gemacht. Bin dann auf Gerät löschen gegangen und dachte mir so, naja gut. Im schlimmsten Fall passiert nichts, weil das auf irgendeiner Botting-Software lief, die davor gefeit ist. Im witzigsten Fall habe ich da irgendwie so einem russischen Hacker seinen Server lahmgelegt. Aus purer Gehässigkeit hoffe ich aufs Weiteres, dass ich da irgend so einer russischen Hackerbande die Geräte gegrillt habe. Ich Oder du bezweifle. hast Was? ein Telefon komplett erstmal niedergemetzelt. Ja, also ich bezweifle es. Ich denke mal eher, es ist eine professionelle Software, die halt das Gerät vorgaukelt und davor geschützt ist. Aber ich hoffe es einfach, aus purer Gehässigkeit. Und dann halt natürlich aus dem Account ausgeloggt, Passwort geändert und so weiter, Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Und dann auch über ein paar Wochen hinweg immer mal wieder reingeschaut und geguckt, ob irgendwas da noch ist. Ja, übrigens, ich habe jetzt deinen Account als Leiche in meinen Browser-Einstellungen. Echt? Ah. Ah, sorry. Ah, da fällt mir noch was ein. Ich gehe da auch nicht mehr raus. Ich habe die Aber gut. Alertbox an. Reden wir mal mit dem Duty. Ja, und nochmal vielen Dank auch an Schöffel für den Follow. So, reden. Try the opening right here. The guards don't know about it. You breach the castle undetected. Nun gut. Nun gut. Der Film, man hört dich. Ja. Manche Leute verstehen es nicht, wenn ich ihnen sage, man hört sie, wenn sie jetzt reden, und sie reden einfach trotzdem. Okay, nee, ich wollte nur sagen, eben, dass du. Nicht, dass du denkst, man hört dich nicht. Hol mich mal kurz ab. Welches Level, welchen Bild und welche Quest machen wir gerade? Welches Level? Keine. Stormvale Castle. Stormvale Castle, genau. Welcher Bild? Also ich versuche mit der Uschi, dem Uchigatana, zu spielen. Also Geschick, Beweglichkeit, Lebenspunkte, das sind so meine Hauptdinger und halt Blutung. Also ich will später noch das Moonveil Katana, beziehungsweise diese komische Blutklinge. Welche Quest? Keine Ahnung. Ich glaube, Quests haben Keine wir alle Idee, wie verkackt, es denn wird. deswegen die Quest ist das Spiel durchspielen. Ah, Hast du Quest. schon Ich glaube, Wale das habe ich gekillt? beim Fuchs schon gesehen. Zumindest wenn man jetzt durch den Durchbruch nach rechts hochgeht. Möglich. Ich glaube, da war Drei ich. Items, da kannst du snacken und dann gehen wir durch den Durchbruch, weil wir wollen da nicht. Wir wollen die Party da oben nicht steigen lassen. Jo. Ich glaube, bei Blaufuchs war ich tatsächlich noch nicht an der Stelle. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, er hat da, wo ich bin, Margit versucht. Ist ziemlich hart draufgegangen und macht gerade erstmal alles andere außer Margit. Ich glaube, das ist mein aktueller Stand in dem Let's Play. Kurze Verständnisfrage, um an euren Punkt jetzt zu kommen. Müsst ihr dann Margit schon gekillt haben? Ja, Ja. oder? Ja. Okay. Was Party, finde Ups. ich gut, darf man da mitmachen? Phönixdrache, Hallo hi! Phoenix. Bringst Hallo. du Essen mit? Dann kann ich die Getränke sponsern. Party und so. Ich sponsor die Drogen.
Vogel. Kleiner Vogel. Ach, das sind die Vögel. Ja, das sind die Vögel. Ich erkenne das Meme wieder. Das Meme! Also ich kenne das Meme nicht, aber ich finde die Idee von Vögeln mit Klingen an den Krallen sehr cool. Ja, ich finde die Idee von Vögeln auch ganz gut. Ups. Alia, ich muss dir mal eine YouTube-Playlist weiterleiten. Upsala, ach du Kacke. Apropos Vögel mit Klingen an den Füßen, das erinnert mich. Habt ihr jemals den Animationsfilm Legende der Wächter gesehen? Ah, oh, nee, aber davon gehört. Sag mir was. Ich glaube, der soll auch gar nicht mal so gut gewesen sein. Ich finde ihn wirklich schön. Ich glaube, also ich sag mal, Story-technisch ist er jetzt so mäßig. Er ist wunderschön und ich mag Eulen sehr gern. Da geht es um Eulen, also. Und da haben sie auch Klingen an den Füßen. Okay. Nice. Phoenix hat den übrigens auch gesehen, schreibt er. Ich möchte euch über die neuesten News im Drachengame übrigens erzählen. Oh Gott. Oh Gott. Der Drachenlord bietet sich jetzt offiziell als Escort an. War aber nicht schlecht. Du kannst den Drachenlord für mindestens 5 Stunden mieten, indem du 1500 Euro zahlst. 10 Stunden kosten dann 3200. Also. Dann muss man ja eigentlich die Route machen wie in der Vorlese, dass man vor irgendwelchen Kontakt erstmal ausführlich badet. Bitte was? Hast du nicht der Vorleser als Schullektüre gehabt? Nein. Wir hatten so einen Schund wie Kabale und Liebe in der 11. Gott, Klasse. Kabale und Liebe. Ja, was oder Frau Jenny Treibel. Ich mochte meinen Deutschlehrer in der Oberstufe eigentlich ganz gerne, aber für Kabale und Liebe und Frau Jenny Treibel hätte ich ihn am liebsten erschlagen. Kabale und Liebe. Ups. Kabale und Liebe war tatsächlich so ein Werk. Also ich lese ja, habe ja echt viel gelesen damals. Und ich bin ja auch nicht schlecht gewesen im Lesen. Ja, das der Meinung bin ich auch, Phoenix. Ich bin ja auch nicht schlecht gewesen im Lesen. Aber Kabale und Liebe war so ein Werk, wo ich echt also da habe ich mir schwer getan, beim Lesen zu verstehen, was ich da für einen Schmonk lese. Das war halt wirklich Schullektüre zum Abgewöhnen. Und habe dann aber das Ganze gemeistert, indem ich tatsächlich auf YouTube nach einem Hörspiel gesucht habe. Und dann habe ich mir das Ganze vorlesen lassen. Und meine Fresse hat mir das meine Deutschnote gerettet. Da also ich oute mich mal, ich mochte Kabale und Liebe. Es war nicht schlecht, ich hab's nur nicht verstanden erstmal beim Lesen. Wir haben es im Unterricht durchgesprochen, ich fand's schlecht. Ja, wir haben das Buch auch von vorne bis hinten, also wir haben es wirklich von vorne bis hinten durch Analyse vergewaltigt. Oh. Aha. Ja doch, ich mochte das, das war total cool. Oh shit, da sind noch mehr Fässer. Mutter Courage und ihre Kinder. Das war auch so ein Fall, wo schwierig war. Ja, aber Brechtsche Theater zu lesen ist halt fürchterlich anstrengend. Da heißt mir ein bisschen einfach gemacht im Deutschunterricht damals. Wir haben eine Klausur über Kabale und Liebe geschrieben. Da wurde dann ein Ausschnitt daraus genommen, der dann interpretiert werden musste. Wir hatten aber auch andere Textformen zur Auswahl und ich habe eine Erörterung geschrieben, die durften wir schreiben. Willi? Ja? Bin Wolverine. Ich gehe mir von der Klippe stürzen. Schöffel schreibt, bin ein recht fleißiger Fuchszuschauer, da könnte ich fast spoilern, dass die Klingenfüße nicht das Schlimmste sein werden. Die können euch auch später ganz anders wehtun mit ein bisschen mehr Wumms. Schöffel, ich bin ein bisschen gespoilert, was Elden Ring angeht. Guck mal die Playlist So I Tried Elden Ring von Cardboard Animation. Unheimlich witzig. Reklamehefte waren Romeo und Julia, so wie Kleider machen Leute, das Letzte, was ich lesen musste. Da ich aber gerne Grammatik-Nazi war, hatte ich in Deutsch nie Probleme mit meinen Lehrern. Die haben in der Diskussion gescheut. Oh ja. Ich mochte die Kleider machen Leute, mochte ich so gerne. Das war richtig cool.
Phoenixdrache schreibt gerade, das haben wir mit Voisek gemacht im letzten Semester, also das analytische Zerlegen bis zum letzten Schluss. Boah, Voisek fand ich immer so deprimierend. Das kann ich tatsächlich gar nichts mit anfangen. Sagt mir jetzt gerade so gar nicht. Also Voisek stellt sich ja wirklich dadurch heraus, dass er halt etwas, ein Mensch ist, der halt nicht sehr, sehr nicht sehr intelligent ist, sondern er ist halt von, lass mich lügen, er war jedenfalls nicht Teil der Oberschicht, aber ist halt von... Also ist ein Charakter und nicht der Autor. Da wächst es gerade. Voisek war doch schon der fiktionale Charakter. Ja, Voisek war die Figur aus dem Buch, Voisek. Ja, nee, da hat mir gerade der Kontext gefehlt, deswegen die Frage. Also, jedenfalls ist er halt umgeben von Leuten, die halt gebildeter sind als er, weil er halt einfach nicht so Möglichkeiten dazu hat. Und dann gibt es diese eine signifikante Stelle, an der er gesagt hat, so, ja, Voisek, gehen Sie doch mal nach Nord-Süden. Und er so, ja, geh ich hin. Ne, halt, ne, weil Nord-Süden gibt's ja nicht. Hm. Genau, und der wird halt die ganze Zeit so super fertig gemacht und, ja. Mehr Details kann ich mich gerade nicht dran erinnern, aber deswegen fand ich das immer super deprimiert. Nee, sowas haben wir nicht gelesen. Also die letzte Schullektüre, bei der ich voll dahinter war, das war Biedermann und die Brandstifter. Falls du dich noch erinnerst an dir, das war in der 9. Klasse. Ich mochte das total, aber ich kann es nicht mehr finden, aber ich mochte es damals. Das okay, Phoenix hat mir gerade einen Textausschnitt hier reingepostet. Ich verstehe, warum ich das nicht lesen wollte. Also ich meine, ich mag alte Literatur, versteht mich nicht falsch, aber manches ist echt. Gib mal rein, Willi. Bestimmt lustig. Was wir nicht als Schullektüre gelesen haben, sondern ich im Nachhinein, was ich auch sage, was ist fürchterlich deprimierend ist, Kafkas Briefe an den Vater, diese ganze Briefsammlung, die er nie an seinen Vater abgeschickt hat, das ist fürchterlich deprimierend, das zu lesen. Sind das fiktionale Briefe oder sind das dann echte Briefe quasi? Nein, das sind legit Briefe, die Kafka eigentlich formuliert hatte an seinen Vater, aber die er nie abgeschickt hat. Und die sind im Nachhinein dann als so also Buch zusammengefasst worden. Quasi irgendwer hat die dann gefunden und war so, ach, das ist ja schön, das ist ja interessant, jetzt machen wir das mal. Marken wir das mal. Ich weiß gar nicht, ob die im Nachhinein nach dem Tod... Ja, nach dir. Du kennst das Spiel noch nicht. Du wolltest das letzte Mal auch vorgehen, als du das Spiel noch nicht hattest. Nö. Ja doch, ab rein mit dir. Komm Willi, geh vor, ich will von den Briefen hören. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die im Nachhinein gefunden worden sind nach seinem Tod. Oder ob er nach dem Tod seines eigenen Vaters die mal veröffentlicht hat. Ich weiß es gar nicht, aber zu Kafka würde eher passen, dass seine Angehörigen das irgendwann veröffentlicht haben. Was hat er seinem Vater gesagt? Ja, ich bin tot, ne? Ja, ich hab in die Luft geschlagen. Ja, hast du gut gemacht. Ja, hast du auch gut gemacht. Danke, dass du ihn abgelenkt hast. Ja, danke, dass du nichts gemacht hast. Gerne. Beruht auf Gegenseitigkeit. Kannst du einfach wieder hochkommen, sollte ja hier nichts rumgammeln und so. Kannst du respawnen oder? Ich hänge im Loading Screen. Wir hatten damals in Latein mal eine Liste bekommen mit Stilmitteln, allen möglichen Arten von Geschichten. Da ich ja nur Fachabi. Was KFM? Tatsächlich, Warte mal. Habe ich das gerne genutzt, um meine Mitschüler fertig zu machen, wenn sie Fehler in meinen Präsentationen finden wollten. Oh, also wie gemein. Bei mir liegst du da immer noch rum, by the way. Ah, Kaufmensch. Ah. Phoenix fragt gerade, ob ich das Buch, das Parfum kenne. Tatsächlich habe ich weder das Buch gelesen, noch den Film geschaut. Es hat mich tatsächlich irgendwo interessiert. Aber ich weiß nicht, warum bis heute... Da habe ich eine tolle Deutschgeschichte von meiner absolut furchtbaren Deutschlehrerin. Bitte, wir haben nämlich... Das ist... diese Deutschlehrerin war so wirklich furchtbar.
die hat das Schuljahr auch damit begonnen, dass es hieß, okay, in meinem Deutschunterricht hat niemand 9 Punkte oder besser. Ich will erstmal meinen Seelenhund. Acht oder schlechter. Okay. Ach, die Dame. So, ja, die Dame. Da haben wir auch die Hälfte des Schuljahres nichts gemacht, weil sie immer über dummes Zeug diskutiert hat. Und dann ging es mal los zum Parfum. Wir hatten dann eben einen Romanausschnitt, in dem wir eine Dame eine Charakteranalyse schreiben mussten. Und zwar, das ist relativ am Anfang von dem Buch, wo er noch in diesem, der Protagonist doch in diesem Kinderheim ist und über diese Leiterin von diesem Kinderheim haben wir eine Charakteranalyse schreiben müssen. Und dann hat einer, da hat sie sich eine halbe Stunde drüber aufgeregt, dass einer in seiner Charakteranalyse, der die vorstellen musste, das Wort übermenschlicher Geruchssinn benutzt hat, weil es ist ja nicht übermenschlich. Nein, 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 weil er ist ja ein Mensch und er hat diesen Geruchssinn, also kann es nicht übermenschlich sein. Oh mein Gott. Eine Stunde dieser Deutschstunde darauf verbraten, dass sie sich aufregt, dass er das Wort übermenschlich benutzt hat. Das ist aber so ein klassisches Ding, was Deutschlehrer gern tun. Ich meine, ich würde auch sagen, in dem Kontext war übermenschlich ja auch nicht falsch, weil da hat er einen ausgeprägteren Geruchssinn gehabt als die meisten Menschen. In der Szene, die bei... quasi eine Stufe drüber. Ja, und in der Szene, die in dem Romanausschnitt drinnen war, da war mit drinnen, dass er Geld... Die hat Geld versteckt in einem Umschlag im Kamin. Und er konnte einen Raum weiter das Geld noch riechen. Und zudem, da hat er das als Beispiel genommen und geschrieben, dass er einen übermenschlichen Geruchssinn hat. Und das ist auch nur so ein Nebensatz, das war ja die Charakteranalyse von ihr. Und das ist wirklich so ein Nebensatz, er hat das einfach nur erwähnt. Bösartig. Mein Gott. Willi? Hat hoffentlich seine Lektion draus gelernt. Der Ziegelhammer. Ja. Lucky. Ja. Das ist so eine Waffe, die könnte ich mir vorstellen, dass du die magst, allein vom Meme-Aspekt. Inwiefern? Weiß nicht, das passt so wenig zu deinem Meme-Verhalten. Okay. Wo bist du? Wieder runter. Ah, okay. Steffi, bei mir im Chat wird gerade gefragt, ist das ein österreichischer Akzent? Ist mir sympathisch. Ist tatsächlich nicht österreichisch, nein. Aber nah dran. Ja, tatsächlich schon. Ich finde es auch ganz hübsch. Weiß nicht, magst du österreichisch? Danke. Chris, wo bist du? Mein Gedanke ist gerade, Steffi hat einen Akzent. Ich hänge hier an der Leiter und bin Batman. Was für eine Leiter? Die Leiter, die du gerade schon hochgeklettert bist. War die hier drin? Ja. Ja. Guck mal auf deinen Kompass oben. Ja, mein Kompass sagt mir, in welche Richtung du bist. Du kannst sonst wo in die Richtung sein und du kannst sonst wo oben oder unten sein. Der Kompass sagt mir nicht, ich muss da lang. Never ignore the Schnupsi. Willi versucht dir zu sagen, dass ihr so nicht weiterkommt. Nee. Ich will nur kurz was gucken, du kannst kurz warten hier. Mhm. Dann Steffi, sag mir jetzt endlich mal, worum es denn in diesen Briefen denn dann geht. Ja, nee, wir machen das hin. Weil ich stell mir das halt hochgradig persönlich vor, ne? Aber ich weiß nicht, ob das auch so zielführend ist, wenn jemand einen Brief an seinen Vater schreibt und dann nie abschickt. Ja, ich glaube, Kafka hat auch nie. Ich denke nicht, dass er die abschicken wollte. Es ist ja bekannt, dass er in diesem großen Zwist mit seinem Vater war. Aufgrund seiner literarischen Karriere. Und darum geht es so ein bisschen in den Briefen, dass Kraftwerk ganz genau wusste, dass sein Vater irgendwie enttäuscht von ihm ist. Und er das nicht richtig verarbeiten kann, dass sein Vater enttäuscht hat. Aber kannst du das nicht eigentlich auch so ein bisschen ummünzen auf die heutige Zeit? Das ist wie eine WhatsApp-Nachricht, die du nicht abschickst. Nur, dass die halt nicht auf einem Blatt Papier steht und nicht für die Nachricht, die erhalten bleibt. Ja. 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 Ich meine, das Ding ist ja, es ist nicht auch so ein Therapietechniker, so ein Ansatz, dass man quasi einfach mal versucht, es zu formulieren, was einen stört, und dann hat man es quasi aus sich raus und dann kommt man vielleicht geistig potenziell weiter. Genau. Meistens sollst du dann noch so eine Briefe verbrennen. Grüße an die Steffi.
den deutschen Michel. Keine Ahnung. Okay, so tief war ich dann auch nicht drin in Literatur. Was mir jetzt schon gereicht hat, also was für mich sehr schwer zu lesen war und nicht mal wegen der Stimm- oder Schreibweise, war Trümmerliteratur. Da ist nichts. Ich dachte, vielleicht sehe ich noch einen Weg zum Springen. Trümmerliteratur, also so Nachkriegs... Willi, komm mal hier hinter. So Nachkriegswerke, das war für mich ganz schlimm zu lesen. Ganz vorsichtig hier an den Rand. Ja. Was hat das denn in dir ausgelöst? Fremdwörter zu Deutsch zu übersetzen. Ja, ich weiß nicht, es... an Abscheu, Ekel an manchen Stellen auch ein bisschen Hass gegenüber dem Autoren, obwohl die eigentlich weniger was dafür konnten. Wenn dann so, wie hieß denn das? Da gab es so ein, ich muss auch zugeben, ich habe das dann etwas verdrängt. Da gab es so ein Werk über zwei Leute, die im Schützengraben sind, die halt auf andere Leute schießen. Und dann kam dieser Satz, der mir ziemlich Ding im Kopf hängen geblieben ist, dann und wir schossen eben auf die anderen und dann war der Kopf kaputt. Und das hat mich irgendwie sehr, weiß nicht. Übrigens, Willi, das ist der hier runterfällt. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch genau die Stelle von Peter und Chris. Und ich weiß nicht, irgendwie hat sich alles an Trümmerliteratur falsch für mich angefühlt. Ich meine, es muss ja nicht unbedingt bücherlich geschrieben sein. Das kann ja nee. Sein, dass man das so sehr von seinem eigenen Kopf dann irgendwie versucht, ne, mechanisch zu machen, dass man es einfach verarbeiten kann. Ne? Es hat sich aber klar, nur... also aus moderner Perspektive, ne, das ist ein menschlichen der dabei, das ist dann schon schwierig. Ja. Es hat sich irgendwie einfach nur falsch angefühlt. Es gab auch irgendwas mit der Bart von Nietzsche oder so, wo es um einen Schüler geht, der durch sein Gymnasium getragen wird. Weil er gerade vom Schlachtfeld runtergedingst ist und dann in Beinen verloren hat. Ich glaube, ich kann einfach mit so... Ich kann mit Fiktion und all dem Drum und Dran kann ich echt gut umgehen. Aber ich glaube, mit so... echtem Krieg kann ich einfach nicht umgehen. Das kriege ich im Kopf nicht hin. Da tue ich mich also sehr schwer. Der Kontext sieht von den Werken, ne? Das ist wahrscheinlich sehr viel Verarbeitung. Also ich kann mich jetzt natürlich nicht aus, ne? Ich spekuliere nur, aber es ist wahrscheinlich auch sehr viel einfach Traumaverarbeitung, die das motiviert hat oder die da im Hintergrund zumindest ein Faktor war. Ja, also ich weiß nicht, irgendwie fiel mir sowas echt schwer. Ist es nicht eher die E-Mail im gespeicherten Postfach? Also die man schreibt, aber nie abschickt? Ist bei meiner Arbeits-E-Mail sehr voll der Ordner. Und ab und zu gehen nach mehrfacher Dummheit leicht abgewandelte Formen raus. Ja. Ich bin so froh, dass wir firmenintern keine E-Mails verschicken. Na gut, bei uns im Store... Ui, der schießt. Bei uns im Store gab's unsere Foren-Plattform. Und tschüss. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Fuck the shit, I'm out. Tschüss. Jetzt traut euch halt mal was. Unterhaltet ihr Lia endlich. Eben. Ja, Lia will hier Kämpfe sehen. Ich bin einfach runtergesprungen, weil ich leider dachte, ich kann da auf die Kordel springen. Fun Fact, die Grace ist gleich neben der Kordel. Was ich noch zum Thema E-Mails sagen wollte, was mir teilweise hilft beim E-Mail-Schreiben, ist, wenn ich dann teilweise einfach noch nicht die perfekte Formulierung finde, einfach das dann in bescheuerte Alltagssprache sagen und dann in formale nochmal neu formulieren. Und das so löse ich meine meisten Schreibblockaden auf Arbeit.
Weil ich dann, und dann nochmal fünfmal löschen oder nochmal zensieren und dann nochmal ein Level höflicher machen, dann geht das schon. Aber ich muss auch Gott sei Dank nicht viele E-Mails schreiben. Ich muss zugeben, ich bin auf Arbeit respektloser geworden. Dadurch, dass wir eine sehr lockere Umgangsform haben. Respektlos jetzt nicht in dem Sinne, dass ich irgendwie jeden beleidige, sondern respektlos in dem Sinne, dass ich Leuten manchmal ganz böse, ehrlich die Wahrheit sage. Auf bösartige Weise, oder wie? Ja, manchmal bin ich schon etwas sarkastisch. Und auch etwas zu sarkastisch. Nach deinem Empfinden oder nach dem Empfinden von den anderen Leuten, die dann die Kritik von dir empfangen? Beides. Da. Kurze Frage, wie fies darf ich hier werden, bevor ich die nächste Nachricht schon schreibe? Was willst du mir damit sagen? Ich habe erstmal für Schöffel mein Spuckschild runtergemacht. Ich mag den Begriff. Okay, warte mal, komm mal mit, Willi. Ja, ich habe gerade den Armbrusttypen abgeschossen. Ja, wir werden uns trotzdem kurz einmal unten in die Grace setzen, bevor Unfälle passieren. Ich meine, hier könnte ja jemand runterfallen und brutal sterben. Hier könnten noch jemanden einfach 30% seiner Seelen geklaut werden. Scheiße, stimmt. Mir wurden tatsächlich 30% meiner Seelen geklaut. Ich hatte 11.000. Ich hab keinen Quatsch erzählt, hallo? Ja, nee, schon, aber... Ich weiß, wovon ich rede. Ach, werden wir schon verfolgt, oder was? Ja, natürlich, die ganze Zeit schon. Echt? Seit ihr reingekommen seid und den habt leben lassen, stalkt er euch schon. Ich hab einfach dadurch 3.000 Seelen verloren schon. Motherfucker. Wo ist denn der? Kann man den sehen? Kann man den umbringen? Lass mich dir visualisieren, wie du dir das vorstellst. Ja, also man kann ihn finden an zwei Stellen und wenn man ihn das zweite Mal findet, dann klaut er auch keine Seele mehr. Ach stimmt, wir sollten ihn ja nicht umbringen, ne? Genau. Lass mich dir ein bisschen visualisieren, wie du dir das vorstellen kannst, Willi. Also ihr habt mit dem Typ am Anfang gesprochen und der hasst effektiv Godfrey, genau. Godfrey hasst er wie die Pest und der hockt halt da im Zentrum dieses Schlosses, hockt er dann da und macht sein Ding. Was sein Ding ist, das sehen wir dann später noch. Und ich habe vorhin gesagt, unser lieber Stalker hat ja nur einen Arm und dass es noch relevant wird, ne? Scheiße. Genau, jedenfalls, ne, der hockt die ganze Zeit da am Eingang und hofft darauf, dass irgendwer kommt, weil das Ding ist, Godfrey hat eine sogenannte große, einen Teil des Eldenrings, den wir ihm wegnehmen wollen. Und deswegen ist er nicht der einzige Tarnisch, der herkommt und den killen möchte. Und dementsprechend hockt eben, ach, Gonzer Gosko oder sowas, der Stalker halt. Der hockt jedenfalls am Anfang und sagt allen so, ja, hier, guck mal, nehmt diesen sneaky Seiteneingang. Und dann, ihr wollt ja Godfrey töten, voll geil. Und dann verfolgt er einfach alle. Okay. Also so musst du dir das ungefähr vorstellen. Und dann später sehen wir auch, wie sehr Godfrey wirklich mag. Was überlegst du? Ich überlege, ob das hier ist. Ich warte erstmal kurz, ne? Ja. Möchtest du noch einen Godfrey-Funfact, während du wartest? Ja, gerne, hau raus. Jeder NPC, mit dem du über ihn sprichst, sagt, wie schwach und weicheierisch und beschissen, effektiv feige er doch ist. Und dass er der Schwächste der ganzen Halbgötter ist. Und er ist ja eh nur ein Halbgott, weil er der x-te Nachfahre von... Ach Gott, einem von Marikas Söhnen, ich bin mir gerade nicht sicher von welchem. Welcher Bastard das war? Ne, Bastarde waren die, glaube ich, alle nicht. Nein, das war. Naja, jedenfalls, der Punkt ist, und jeder sagt halt, oh, er ist der Schwächste von allen, ne? Und einer lässt er dann auch noch damals, nachdem der Elden Ring kaputt gemacht worden ist, sind ja gefühlt sehr, sehr viele Leute aus der Hauptstadt geflohen. Also hier kannst du auf jeden Fall rüber, Willi, hier ist was. Okay. Und ihr müsst euch quasi vorstellen, unser tapferer Godfrey, der einen Teil vom Eldenring geklaut hat, hat sich einfach unter den Damen versteckt. Und als Dame ausgegeben, damit er halt sicher rauskommt.
Ja. Und genau, okay. Dann hat ihn noch eine seiner, ja, effektiv Großtanten, Malenia, die mit die, später relevant, weil die halt, das ist halt die Dame, die halt die Göttin des, der Verwesung dann quasi ist. Die hat ihn dann irgendwann nochmal verprügelt. Und dann hat er irgendwie sie angefleht, ihn doch leben zu lassen. Hat sie dann auch gemacht. Wahrscheinlich, weil sie keinen Nerv mehr auf ihn hatte. Warte mal, lag ja auch hier rum was? Sich im Schloss. Hm? Wenn du von Malenia verprügelt wirst, ist das ehrenhaft. Okay, ich muss kurz mal auf Chat eingehen, weil Chat sagt nämlich, Phoenix Drachen meint, er wurde von dem Anime traumatisiert. Ja, Vogel! Von welchem? Die kreuzten Beine Dösen. Schön. Von welchem Anime wurde er denn traumatisiert? Die neue Season hasst mich nicht einem, sagt er. Ja, dann tell me. Sondern hab ein sogenanntes Cliffhanger-Trauma. Oh, ja, gut, Cliffhanger, lustig. Hui. Nicht? Da rechts sieht's. Oh, okay. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo wir hier gerade hingehen, ne? Ja, ich noch weniger. Gut. Ich hoffe, dass wir hier den Dude finden. Ich sage gerade seine E-Mail-Methodik. Ich finde das sehr lustig. Hinter dir. Ja, ich muss kurz den Chat lesen. Ja gut, ich hasse Cliffhanger sowieso. Und also Schöffel schreibt, fange meine meisten E-Mails auch nach außen an mit Are you kidding me? What the fuck is wrong with your brain? You are not the brightest candle on the cake. Dann gehen die in diesen unversendet Ordner und werden nach anderen Aufgaben nochmal von der Formulierung her überarbeitet. Und dann kurz vor Feierabend verschickt oder auch nicht. Also falls ihr mal 2 bis 3 Tage auf meine Antwort wartet, bekomme ich entweder kein Feedback von den Kollegen und trete gerade Schienbeine oder... Ja, ich möchte nicht sagen, wo ich arbeite oder was. Aber ich bekomme am Tag Kundenanfragen. Ich bekomme einige Kundenanfragen. Und manchmal frage ich mich bei diesen Kundenanfragen. Junge, wer hat dir ein mobiles Endgerät in die Hand gedrückt? Es gibt immer wieder so eine Leute. Wo bist denn du jetzt hin? Da unten. Ich bin jetzt einfach mal hier runtergesprungen. Oh Gott. Also, mit meinem witzigsten Begegnung, als ich als Aushilfe im Laden gearbeitet habe, war... Ich wollte da noch was schauen, da oben. Ja, war ein Kunde, der reingekommen ist. Und gefragt hat, ob das hier der Friseur ist. Also, er war nicht Muttersprachler Deutsch. Das hat man ihm angehört. Aber ich möchte jetzt nicht genau sagen, wo ich gearbeitet habe. Aber wir haben unter anderem Merchandise vertrieben. Also so, Filme, Serien, Anime und so weiter. Also Nerd. Merchandise, Nerdparadies, so mäßig. Und dann kommst du halt, und der ganze Laden sieht danach aus. Harry Potter, Anime, Star Wars, Star Trek, Kleidung, Merch, aller Art. Bekleidete und dann, Schweine. Ja, und dann kommst du rein. Ist das der Friseur? Werden hier Haare geschnitten? Das sind die ganzen Perücken, die ihr da hattet. Nee, wir haben ja nicht mal. Das ist ja der Witz daran. Das ist echt fast abgereiht. Ja gut, da unten kann man ja stehen. Okay, das war nicht der Ort, den ich dachte im Video gesehen zu haben für die Quest. Ach, das findet ihr schon noch. Bis dahin werden euch halt 30% abgezockt, ne? Eher, wie kannst du sowas bedienen, würde ich sagen. Ja, Phoenix, ja. Verlieren wir die Seelen sukzessive, oder?
Die verlierst du, sobald du stirbst quasi und dann geht er halt zu, dann geht euer Stalker halt zu eurem Blutweg und nimmt sich da 30% von weg. Ach so. Ja, nee, manchmal frage ich mich wirklich bei solchen Leuten, wie kann. Woher hast du die Erlaubnis im Leben, ein mobiles Endgerät zu bedienen? Kannst du bitte einfach deine Finger von sowas lassen? Ja, die Dusseligkeit von Menschen ist unbeschreiblich. Auch mein Favorit im Nahverkehr waren immer wieder die Leute, Geronimo, die die Maske sowieso unter der Nase getragen haben. Und dann, wenn sie miteinander geredet haben und angesprochen wurden, nicht mal was gesagt haben, sondern angesprochen wurden, die Maske runternehmen, um besser zu hören. Alter! Lass mich in Ruhe! Ja, ich meine, ich fand es ja lustig, dieses Virus lebt am meisten in der Nase. Ich hab ja die Maske drüber. Okay, cool. Aber gut, ich möchte keine Maskendiskussion hier anfangen. Das ist nicht gut. Thema beendet. Lass mich was erzählen, was mich heute auf Arbeit ein bisschen frustriert hat. Und ich möchte explizit Steffi als Gesundheitsexpertin hier zu dem Thema zur Rate ziehen. Willi, komm, do it. Zwar habe ich heute erfahren, das Wasser, das ich seit 3 Monaten süffel, hat Legionellen. Aber es wurde explizit wurde mir darauf hingewiesen, okay, das kalte Wasser kann man weiterhin trinken. Aber ich sauf jetzt seit offenbar 2-3 Monaten sauf ich Legionellen in mich rein. Ja, das macht so an sich im Körper nichts. Wenn du es einatmest, das ist das Schlimme. Deswegen darfst du bei einer Legionellenverseuchung nicht duschen gehen. Das ist mit Dampf, ne? Dampf oder auch das auftreibende Wasser, ne, wenn es halt so sprüht. Das okay, kannst ich halt wäre schon mal naturalselektiv ausgesiebt worden. Ich hätte dann das Wasser gleich mal abgekocht. Na gut, das tötet ja Bakterien ab. Ne, damit würdest du ja die Bakterien töten. Glaube ich zumindest. Aber trinken kannst du die Legionellen, weil so im Körper machen die an sich nichts. Lunge ist gefährlich. Nur auf Lunge ist gefährlich, Bruder. Ja. Wenn was bist du denn für ein Hintertief? Wir hatten in der Arbeit das ein Problem schon. Na schön. Ja, das Problem ist, dass bei euch wird es wahrscheinlich ähnlich sein wie bei uns. Bei uns gibt es kein warmes Wasser in dem größten Teil des Gebäudes. Ja, also bei mir in der Arbeit im Gebäude, auf jeden Fall in dem Gebäudeabteil, wo ich arbeite, gibt es kein warmes Wasser und damit diese Filteranlagen richtig funktionieren, muss man gleich warm heiß spülen eigentlich jeden Tag und naja, ohne warmes Wasser wird es halt schwierig. Also bei uns im Hochhaus ist es tatsächlich so, dass wir warmes Wasser haben, da sind wir ganz fortschrittlich. Das Nebenhochhaus, in dem ich im Sommer war, das hat kein warmes Wasser gehabt. Das, gut, ich meine, da war Sommer, da war es heiß, da hat man, aber naja. Aber das hat mich dann heute schon ein bisschen genervt, jetzt dieses Wissen, dass ich jetzt lauter ich meine, klar, ne, irgendwas ist bestimmt im Wasser drin, außer den Legionellen, wovon ich nichts weiß, ne, das ist ja in Ordnung, ne. Aber halt jetzt zu wissen, okay, das sind diese schönen Bakterien, die ich in mich reinsaufe jeden Tag, das hat wahrscheinlich ein bisschen meine Stimmung gedrückt. Und dann dachte ich mir, soll ich das jetzt weitermachen oder nicht? Aber ich meine, logisch gesehen ja, aber also heute habe ich es dann nicht gemacht. Sollen die Bakterien sich auf morgen freuen, wenn sie morgen ein neues Zuhause in meinem fabelhaften Körper finden? Ja, ganz ehrlich, wenn ich mir ein Zuhause aussuchen müsste, ne, meinen eigenen Körper oder den Drachenlord seinen Körper, ne, ich würde meinen nehmen. Ja, nee, gut. Nimm den Drachenlord seinen Körper. Bester Bakterien-Nährboden. Ja, aber ich dusche öfter als der Drachenlord. Ja, also. Ist echt scheiße, wenn man dann in deinem Körper. Warte mal kurz, Chris, warte mal kurz. Als Bakterie. Ja, die Legionelle muss doch irgendwie tief in die Lunge kommen. Ja. Das Duschwasser hast du nicht so gehört. So, spätestens mit Hepatitis A bis C. Kommst du ja auch im Blutkreislauf in der Lunge an? Kann sich gegen Hepatitis impfen, was kann ich nicht. Ja. Du nur bist höchstwahrscheinlich gegen alle. Hepatitis. Nicht gegen alle Varianten.
Ja, Felix. Phoenix, oh, sorry. Mal was anderes. Ja, ich würde dein Videospiel tatsächlich gerne mal testen. Das würde ich aber erstmal offscreen machen, damit. Weißt du was? Ich würde das gerne testen. Und wenn es fertig ist, dann streame ich es. Das machen wir einfach, solange keine Copyright-Musik und so drin ist. Und beim Abkochen sterben Legionäre bei 100 Grad. Nice. 100, okay. Ja, gut, das ist bei deiner Wasserleitung sowieso nicht problematisch, Chris, ne? Da kommt das Wasser fast kochend aus der Leitung. Finde ich gut. Ja, ich an sich auch. Ah, es sind die Fickvögel. An die Klingenvögel. Naja, aber Was die ich voll haben auf die Sprengstofffässer. gefreut. Was ich voll auf die gefreut. So, wo, in welchem Slot rüstet man eigentlich den Weihnachtsmantel aus, den du da gerade hast? Das ist eine Kapuze. Ich weiß. Der Weihnachtsmantel. Ich stell hier Was hast du denn jetzt gemacht? Wir sind noch in Nein, der ich wollte eigentlich. Planungsphase. Was wird's denn für. Okay, ich möchte mich kurz mal mit Phoenix Spiel beschäftigen, das interessiert mich gerade. Ja, alles gut. Was wird's denn für ein Genre? Unity Engine. Jump and Run, oh Gott, Phoenix, warum? Von all den schönen Genres, die du hättest wählen können. Willi, komm mal her. Ich lass dich immer erst springen. Wir sehen, wie tief es runtergeht. Weißt du, du hast deine Prismasteine. Ich hab dich. Ja, mit den Prismasteinen kannst du es wirklich gut rausfinden. Wenn du die runterwirfst und sie zerbrechen, dann ist es zu hoch. Ich Dann bin lebst du ein es nicht. Und fetter wenn sie liegen Prismastein. bleiben, dann kannst du den Sprung schaffen. Okay, ich wusste nicht, dass die hier zerbrechen. Ich wusste nur, dass die in Dark Souls schreien. Ich Ja, bin also ein fetter Prismastein. Und wenn ich Chris fluchen höre, dann weiß ich, es war zu tief. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief! Das habe ich auch am Donnerstag zu dir gesagt. Will ich's wissen? Wir müssen Darf ich es nicht bis wissen? März fertigen. Okay, schade. Aber Phoenix, ganz ehrlich, wenn du mal Uff, oh Gott. Bock hast, was Lustiges zu programmieren, was eventuell. Also, das Summer Run werde ich natürlich auch testen. Steht zu meinem Wort. Aber wenn du mal irgendwas Bock hast zu programmieren oder so für Stream Shenanigans, sag Bescheid. Nicht ab, du. Scheiße! Ich glaube, da ist zu tief. Hä? What the fuck? Ich liebe! Scheiße, ich muss da auch runter. Musst du das? Kriegsasche, Sturmangriff. Nice. Wieso lebe ich? Phoenix, guck Also dir mal ich. das. Na, da unten ist. Nee, wie komme ich denn da. Wie komme ich denn hier lebend weg? Ich glaube, du gehst jetzt mal den Boss Oh. holen. Hier ist ein kleiner Vorsprung, den könnte man aufnehmen. Oh fuck! Fucking fuck! What? Okay. Das war jetzt Also, ich weniger hab viel beeindruckend Glück. als gedacht. Ich wollte eigentlich nicht zu den Vögeln sagen, sondern nur zu kochendem Wasser, dass ich werde alt. Weil ich Oh Gott. letztens so richtig Oh Gott. erstaunt und so richtig intrigued war, als ich gesehen habe, dass es für Küchen Wasserhähne gibt, wo du einstellen kannst, dass da gleich kochendes Wasser aus dem Wasserhahn rauskommt. Das gibt's? Ja. Ja! Das ist ja Das ist cool. mega nice. Das ist schweineteuer. Ich werde alt. Hey, wir sind alle alt. Wir freuen uns mittlerweile über Socken auf Weihnachten. Chris und ich haben letztes Jahr festgestellt, dass wir alt sind, weil wir in einem Möbelhaus waren und uns Küchen angeguckt haben und begeistert waren. Ja. Weißt du, du bist alt, wenn du dir Küchen anguckst zusammen. Na, du Pissnäcke! Also, ich fühle mich nicht alt. What the fuck, es ist dunkel! Bei mir war gerade auf einmal finster. Das lag nicht an dem Ritter. Bist du gestorben? Es war nur dunkel. Renn an dem Ritter vorbei und aktiviere den Aufzug. Was für ein Ach, Schwab, Aufzug? ich kann dich nicht Da ist hören. ein Aufzug. Es Renn einfach ist zu an dem Ritter dunkel. vorbei. Kannst mal einen Helm ausziehen, damit er besser hört. Und Schöffel, ich lese gleich deine Nachrichten vor.
Willi, ich möchte, dass du weißt, dass du mit der roten Kapuze markierst du dich als Ausgestoßener. Du musst, wenn dann schon blau tragen, weil das ist dann die Kapuze von den ganzen. Ich bin stolz auf dich, dass die Abkürzung zu dem. Dass die Abkürzung zu dem Ritter aktiviert. Juhu. Übrigens, guck mal, wer hier sitzt. Another one, another. Oh, you. For God's sake, don't scare me like that. What? Oh, just clearing out some corpses? Can't just leave them about, you know? They'll start to belong, eh? Moment, ich muss jetzt mal kurz Nachrichten vorlesen. Schöffel schreibt, sehr schön ist auch heute, Kunde bestellt bei 10 Wochen Lieferzeit zum 23.04.25. Antwort, ja, okay, alles gut, bekommen wir hin. Lange Ruhe. Irgendwann dann im Februar 24 heißt es dann, ich brauche die nächste Woche die Teile. Da sagt man dann, nee, wir haben die Planung mit Liefertermin Ende April. Das geht nicht früher. Ich will aber, geht aber halt nicht. Aber ich habe Januar 21 bestellt. Ja, hast du vielleicht. Aber nur für April 24. Nicht für früher. Und so weiter. By the way, wo wir gerade bei den Klingenvögeln mit den Bombenfesseln sind. Der Fuchs spielt gerade Witcher 3. Vielleicht kommt ja noch was. Wie meinst du, vielleicht kommt noch was? Chris, bei mir wirst du gerade ziemlich verdroschen. Der Gegner ist gerade... What the fuck geht hier ab? What? Du hast den Gegner gebacksteppt. Er ist vor dir aufgetaucht, hat die Animation mitgemacht, ist verschwunden und ist von oben runtergefallen. Bei mir ist er nicht runtergefallen, bei mir war auf einmal der Fokus oben und dann stand er wieder hier mit vollem Leben. Chris, da kommt der Gerät an. Oh Gott. Was? Von Phoenix. What the fuck, stimmt mir die Ritter nicht? Ich kümmere mich erstmal um den Kleinen da. Au! Au! Wir gehen gleich auf deine Nachricht ein. Wir sind. We'll be right back! Dum, 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 dum. Was meinst du, Schöffel, mit vielleicht kommt ja noch was? Guck leider keinen Witcher beim Fuchs, weil ich Witcher 3 selber noch aufnehmen will. Nur 2 läuft gerade in so einer Masse auf meinem Kanal. Also ich habe das komplett durch aufgenommen gehabt. Ich glaube im Oktober oder November. Bist du schon fertig damit? Ja, ich bin schon seit Monaten fertig damit. Und es läuft noch bis irgendwann im Februar. Okay, Phoenix kann mir jetzt mal erklären, warum er nur halb so alt ist. Und wir rasten mal kurz und schmeißen unsere Debuffs raus. Ich reagiere nur kurz noch auf meine Nachrichten. Den Ritter kann man mithilfe des Aufzugs erledigen. Das wissen wir, das haben wir bei Peter und Chris gesehen. Ich hatte bitte früher geschrieben, bevor dein Kollege sagte, da ist ein Aufzug. Achso. Please hold the line. Mein Kollege ist... Wie Blaufuchs ist immer gerne formuliert, meine bessere Hälfte. Nice, Phoenix. Oh. Ich muss sagen, das ganze Szenario mit dem rumklitschenden Gegner war bei mir jetzt äußerst witzig, weil ich habe ganz schlimmes Stream Delay. Heißt, ihr standet da ganz ruhig rum und fangt schon zum Schreien an. Ein Blick in die Zukunft. Aber nur ja, so richtig. Ja, weil mein Internet ist ein bisschen Arsch. Arsch? Ich dachte, das muss meins heute machen, weil meins ist heute total langsam. Ich hol mir mal schnell meine Seen wieder. Ich war gestern schon anstrengend, ich wollte mit meiner Mutter einen Film anfangen, weil ich habe keinen Bock, im Fernsehen lief halt nichts Gescheites. Dann habe ich sie endlich überzeugt, dass wir in Glass Onion auf Netflix mal reinschauen. Und dann lädt es um 8 Minuten einfach nicht. Au. Au. Au, ich bin tot. Habt ihr den ersten Teil schon gesehen, Alia? Ja, ich habe beide gesehen. Das kann ich ja schon. Hast du da schon mal reingeschaut in die Reihe? Mhm. Oh, das müssen wir bei unserem nächsten Treffen machen. Die Filme sind so cool. Mhm. Also den zweiten habe ich noch nicht gesehen, aber den ersten. Scheiße. Da lang. Do it! Do it? Ah, hast du ihn erledigt? Ja, ich hab also vielleicht... Heute existierst du irgendwie auf einer komplett anderen Wellenlänge als ich. Warum? Das weiß ich nicht, warum. Mir fällt's nur auf. Das Warum musst du selbst erforschen. Was mache ich anders?
Oh ja, wir hätten vielleicht unsere Qualle beschwören können, da hast du recht. Ich habe ihn einfach mit einem Aufzug runtergeleitet. Ach, sehr cool. Schade, dass ich es nicht gesehen habe. Deswegen habe ich auch so gelacht, weil ich mir dachte so, der fällt gleich. Dann Namen vom Kollegen, bessere Hälfte habe ich trotzdem noch nicht auf dem Schirm. Aber gut, bin dann neu bei euch im Stream. Alles gut. Roddy, Chris, das ja. Irgendwas. Die Namen stehen aber auch alle im Streamtitel. Normalerweise. Aber eigentlich bin nur ich relevant. Genau. All hail Aliyah. Ach shit, stimmt, ich bin ja gestorben. Wo sind meine Seelen? Ah, hier. Da, wo der Kompass zeigt. Diesmal ohne deine minus 30%. Boah, ich prügel dich gleich mit deinem scheiß Kompass. Weiß ich nicht, ob die 30% noch aktuell sind. Wir haben ja nur einmal mit ihm geredet. Oh je. Yeah. Ja, sind noch aktuell. Weil ich habe nur 1000 noch was zurückbekommen und 1564 Jahre verloren. Ich habe euch doch gesagt, ihr müsst den Dialog erschöpfen. Ja, chill, wir... Nein, wir haben ihn bis jetzt nur einmal getroffen. Ach so, ich dachte, ihr wart schon beim zweiten Mal. Nee, nee. Nein. Es schaut alles gleich aus in dem Schloss hier. Ganz ehrlich. Ja, sowieso in der ganzen Welt hier. Nee, in der ganzen Welt nicht. So, einmal hier rasten. Damit wir rosten. Bezüglich Fuchs habe ich ihn auf Steam drin. Wenn ich gerade am Schreiben war, kam die Nachricht, Fuchs spielt Witcher 3. Sehr cool. Achso, ja, zum Thema Steam. Ich habe versucht, dich vorhin zu finden und habe dich nicht gefunden. Aber mit dem neuen Steam-Freundschaftsding komme ich auch nicht so klar. Du kannst einen Rechtsklick auf meinen Discord-Tag machen und dann Profil anzeigen. Wow. Mein Steam ist verlinkt. Da sind auch so andere Kanäle drin, YouTube, ich glaube Blizzard habe ich, hier Battle.net habe ich glaube verknüpft und ich glaube Uplay auch, League of Legends, also alles, wo man mich adden will, ist eigentlich alles in meinem Discord verknüpft. Phoenix, die Klippe ist nicht schief, deine Optik ist schief. Gaslighte Phoenix jetzt. Moment, ich muss mal kurz was trinken. Ah, ich habe nur Cola da, schade. Ich höre nur, oh. Den Rest brauche ich noch. Wobei, wir haben jetzt hier oben wieder Wasser. Also, du kannst jetzt mal was saufen. Ist schon fertig? Hm? Ist schon fertig? Jo. Ich esse jetzt nur nebenher ein bisschen. Nein, du trinkst jetzt. Du machst mir später mal Bilder. Wovon seid ihr Bilder machen? Von dem, was fertig ist. Mm. Achso, ich dachte, fertig mit Trinken. Nein. Mm. Aliyah hat mir gerade für 100 Kanalpunkte einen Wassermarsch geschickt. Ich muss mal kurz mein Glas füllen. Moment. Was hast du bestellt, Phoenix? Wir machen mal Faxen währenddessen. Muss nochmal raustappen gerade. Oh, ich will auch RGB-Lüfter. Oh, ich will auch RGB. Chris wird gerade ein bisschen wuschig. Ja, ich will auch RGB-Lüfter. Gib. So. Okay. Ich habe was viel Cooleres gefunden, als dass du trinken würdest. Als hättest du gar nicht mehr. Dann wird's eine Überraschung. Ah, so. Da bin ich wieder. Mach mal was, 10 Sekunden. Oh, du Sack! Willst du mit dir machen, damit es ein bisschen weniger schlimm ist? Was? Soll ich auch welche machen, dass ein bisschen weniger schlimm ist? Ja, wer mitmachen will, ne? 10 Squats. Erstmal hier ein bisschen Platz schaffen. Sieht man leider nicht so gut, weil ich von Nvidia gekeyt werde, aber ihr müsst mir jetzt halt mal glauben.
Ist ein Gespenst. Ach, die Tiefen, die sind besser für die Knie. Ja, ja. Ich brauche nur ein bisschen Platz, dass man mich wenigstens halbwegs sieht. Oh, scheiße, hab ich lange keine Squats mehr gemacht, fällt mir auf. Oh, bist du ein Arschloch. Oh. Oh Gott! Was habe ich dir getan? Mach ich dich falsch und du machst sie richtig, weil ich habe keine so starke Schmerzen wie du. Ja, ich habe aber auch gefühlt null Beinmuskulatur. Das was? Gefühlt null Beinmuskulatur. Ja, ich auch. Beziehungsweise ich habe leider mehr Eigenkörpergewicht als du, das heißt, ich habe noch mehr Druck auf meine Muskeln. Schmerzen habe ich ja nichts, ist nur anstrengend wie Sau. Oh. Also alle wetten jetzt mal drauf, wer es falscher macht, Willi oder ich. Also ich mache das so ungefähr wie in Ringfit. Yay! Oh. Ori! Meine Zuschauer hassen mich. Oh Mann, warum hat... So. Oh, Willi, weißt du, was du auch hinzufügen solltest? Hampelmänner. Ah gut, nee, das geht nicht um die Uhrzeit, da poltert das ganze Haus. Ach, bist du ein Arschloch. Überleg dir was für die Zukunft, du kannst dich alternde Zuschauer beleidigen. Doch. Und irgendwann lasse ich mir die miese Hure patentieren. Beziehungsweise als Markenzeichen oder so eintragen. Ja, du musst dich ja noch schön dehnen danach. Das macht man nicht davor. Davor wäre es ja für Anfänger. Ich wollte dich gerade fragen, wo wir hier gelandet sind, Steffi, aber du bist ja Teil vom Problem. Kann das mal jemand klippen, die so. Scheiße? Weil ich die Einzige bin, die gerade nicht auf dem Witzniveau-Level ist und du schon. Jetzt ist die Frage, was mache ich falsch? Ah, Schöffel, du bist doch professioneller Stream-Zuschauer. Du kannst es doch mal klippen und... Und für dich. Jetzt steigen sie alle bei mir ein mit den Scheißen. Was... Meine 72 Kilo haben sich zu besten Zeiten bei 1,73 Kilo zu 80% im Beinmuskulatur, 10% Hirn und 10% Rechtspartei, weil ich immer schnell wegrennen musste. Was? Ich lese eine Frage vor. Ich möchte keinerlei Antwort auf diese Frage haben, aber ich lese eine Frage von Phoenix 3 vor, die sich, glaube ich, etwas selbst beantwortet. Why 8 Minuten Cooldown auf Squats bei Comfy? Genau aus dem Grund. Ach Willi, du musst einfach dankbarer für deine Zuschauer sein. Also ich möchte anmerken, bei Comfy gibt es natürlich auch schöne Kaufsachen für Bits. Ja, die Bits-Sounds gibt es für ein paar Cent, ich glaube irgendwas mit 25 oder so. Die knallen nochmal. Und günstiger als beim Drachenlord. Und günstiger als bei einmal mit dem Drachenlord-Vögeln. Auch genau. Traurig, ich bin billiger als der Drachenlord. Du bist billiger als der dunkle Lord. Schöffel, also als professionell möchte ich mich bitte nicht bezeichnen lassen. Ja, das mit dem Sportding, das... Muss irgendjemand klippen und dann Twitch Clips Germany schicken. Ich glaube, dafür war es leider zu verpixelt. Ja, vermutlich. Ach, bist du da mit Absicht runtergeknallt oder? Ja. Okay. Hui. Ja. Wo bist du denn? Findet ihr meinen Akzent verwirrend? Nein, wieso? Ich wusste bis vorhin nicht mal, dass du einen Akzent hast. Ja, ich hab schon einen, ich unterdrück ihn ja
schon stark hier im Stream. Normalerweise ist das ein bisschen schlimmer. Oh, finde ich witzig. Weil Schäffler hat geschrieben. Ja, ich hätte auch gesagt, ich habe einen Dialekt, aber. Ja. Regionale Begriffe hast du teilweise, die ich zum Beispiel nicht kenne. Aus meinem regionalen Begriff Sammelsurium, ansonsten weiß ich nicht. Aber ich habe auch für sowas nicht wirklich ein Ohr. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. Ist das die Steffi? Ist eine ziemlich unpräzise Frage. Also ich bin nicht die Steffi, ich bin die Alia. Ich finde das sehr, sehr sympathisch. Ja, ich finde Steffi auch sehr sympathisch. Dankeschön. Oder wie ich sage, das Merci. Okay. Du kannst auch gerne mal so richtig vom Leder lassen, so wie du normalerweise sprichst. Wird zwar keine Sau, glaube ich, verstehen, aber das fände ich eigentlich mal mega cool. Das müsste ich eigentlich mal einführen, weiß nicht, 100 Kanalpunkte, Steffi redet 5 Minuten, wie sie spricht. Du meinst, wie was Maul gewachsen ist? Ja. Das Problem ist, wenn die dann unter der Woche mehr streamt und sich das dann ansammelt und dann musst du irgendwann den ganzen Stream so. Ah, warte mal, diese Kriegsaschen hier, das ist doch das, was wir bei Carbot gesehen haben mit den Laserschwertern, oder? Nee. Wurde das Schwert so. Hast du unterm. Das war eine Weapon-Art. Oh, schade. Glaube ich. Hatte sonst irgendwas Cooles? Nö. Liebe Steffi, du weißt ja, dieser Mensch, dieser Zauberer dort ist ein Soulspawn-NPC. Was glaubst du, wie seine Quest endet? hallo. Keine Ahnung. Er stirbt. Wir sind ziemlich alles hier. Hallo MRB. Ja, du hast schon die 1000, da ich ja viel verpasst. Ja, genau meine Worte am Anfang vom Stream. Du kannst gerne in die Stream-Aufzeichnung von heute Mittag reinschauen. Da habe ich auch einen Twitch Clips Germany React gemacht, da wird es sehr genau erklärt, ich wurde gebottet. Mir wurden 934 Follower reingespült. Ja. Ich hatte überlegt, die mit so einem Tool removen zu lassen. Aber. Im Prinzip, solange es nichts macht, solange es kein Heu frisst, soll es doch da bleiben. Ist eine hübsche Zahl. Wer weiß, vielleicht schauen die eines Tages zu. Na, solange sie keine Spamlinks posten oder so eine Kacke, sollen sie machen. Besuche jetzt heiße Brötchen in meiner Heißluftfritteuse. Okay. Was geht? Ja, aktuell nicht viel. Ich habe in letzter Zeit sehr wenig gestreamt und dadurch Follower verloren. Hast du Sport gemacht? Ich habe gerade eine Runde Sport gemacht. Ich habe gerade, glaube ich, knapp 9 Euro auf meinem Twitch-Konto. Das heißt, es fehlen mir noch 41 ungefähr, damit ich mir das mal wieder auszahlen lassen kann. Ich bin gestresst durch meine Hausarbeiten. Ich habe aber auch null Motivation, die zu schreiben. Durch den Stress durch die Hausarbeiten habe ich auch null Motivation zu zocken. Und ich habe Migräne. Was machst du dann so den ganzen Tag lang zur Zeit? Im Zweifel trotzdem zocken. Aber mit einem sehr, sehr schlechten Gewissen. Also noch schlechter als sonst. Guck mal. Die Phase kenne ich vom Prüfungsleben. Nice. Das ist unschön. Für 10 Minuten darf man kein Deutsch oder Englisch in deinem Chat verwenden. Das wäre auch was. Jeder kriegt sofort einen 5000 Sekunden Timeout. Au! 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 Das könnt ihr schreiben. Was sagst du? Completely Mayhem. Ich sage, donde ist der Bibliotheker? Quiero venir a el Jardín del Botanico. Das wären dann die Gesprächsbeiträge von mir mit dieser Regel. Schöffel, hab gerade mal Prinz Schöffel gegoogelt. Das erste, was mir angezeigt wird, ist MySpace.
MySpace war doch dieser ungeschützte Geschlechtsverkehr mit dem Internet. Nein, das war Twitter. Twitter klingt mehr nach einer Sexualkrankheit als jeder andere Dienst. Und das aber schon immer. Wie auch immer ich diesen Backstep geschafft habe, er war im Bar. Ja, und er war nicht legal. Er war nicht legal, nein. Weißt schon, wie ich dann schreiben würde? Ich glaube, ihr kennt mich gut genug. Wie würdest du ihn schreiben? Ich habe eine ganz klare Sprache, die ich nicht ausgeschossen habe. Klingonisch? Oh, Klingonisch. Bitte, ja. Beamtendeutsch? Weil das ist natürlich kein Deutsch. Ich wollte ganz gerne mal Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird, auf Klingonisch fließend lernen. Also ich bin kein Star Trek Nerd. Ich mag Star Trek ehrlich gesagt nicht so. Aber das finde ich tatsächlich ganz witzig, das fließend auf Klingonisch aussprechen zu können. Big Bang Theory. Das ist... Ach, Phoenix hat geschrieben... Ah, Gott. MRB und Phoenix haben bei mir gerade beide violett. Das ist echt unangenehm zu unterscheiden. Ja, bei Phoenix weiß ich dann natürlich, was er sprechen würde. Ja, IT ist das Landeskürzel, ne? Klar, Phoenix würde Italienisch schreiben. Würde ich sogar ein bisschen verstehen. Ich hatte einen Elementarkurs Italienisch, hatte Spanisch und Latein in der Schule. Wir haben am Wochenende bei mir ausgemistet. Und oh, da ja. Habe ich zwei Italienisch-Bücher gefunden und beide nicht sehr erfolgreich belehrt. Ich habe am Wochenende bei mir ausgemistet und ich habe 5 Wassermalkästen gefunden, ey. Jawohl. Also... Scheinbar war die Regel, dass ich offenbar für jedes Schuljahr einen neuen brauchte. Natürlich, weil das schöne Rot war auch immer dann schon ausgemalt bei mir. Bei mir war es rot, bei mir war es immer blau. Alia, ich habe gerade keine Ahnung, wo die zweite Stelle ist. Ich auch nicht. Was wollte ich denn sagen? Alia, falls du die Wassermalkästen loswerden willst, ich glaube, meine Mutter könnte die gebrauchen. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, gut. Weil ganz ehrlich, ich habe jetzt meine Aquarellkästen, damit ich kaum noch... Braucht sie auch Wachsmalstifte? Ich glaube so im Prinzip alles, was du an Bastel- und Kunstmaterial loswerden kannst... Oder willst wohl eher? Ich habe dir übrigens gerade den Arsch gerettet. Ich habe die ganzen Leute an den Geschützen hier hinten getötet. Die hätten nichts uns flambiert. In der Kill-Animation bist du unverwundbar. Nur leider habe ich gerade an einem vorbeigeschlagen. Aber danke. Ja, du wärst halt trotzdem erstmal flambiert worden. Danach. Beamtendeutsch wäre super. Was? Phoenix schreibt. Okay, dai comincino adesso. Scheiße. ja. Das verstehe ich dann natürlich wieder nicht. Genau. Rüstung der Verdammten. Wahrscheinlich habe ich gerade ein ganzes Volk beleidigt. Ja. Oder einen Genozid angekündigt. Oder beides. Warum nicht beides? Kommst du mal mit? Gleich. Ich rüste nur eine etwas weniger gammelige Kutte aus. Fashion Souls ist wichtig. Ja. Ja, sieht anders gammelig aus. Was? Okay, komm, dann fange ich jetzt an. Womit fängst du an, Phoenix? Genozid? Ist auch in Ordnung. Ja. Jedem seins. Kapuze der Verbannten. Das ist die Übersetzung von dem darüber. Ach so. Lidl, 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 Lidl. Okay, wieder hoch. Warum wieder hoch? Ganz schnell wieder hoch, ganz schnell wieder hoch. Warum? Ich wollte die auf uns feuern. Also ich wurde nicht erwischt, ne? Und vielleicht nochmal treffen. Und vielleicht nochmal was? Ach so, treffen. Hast du mich gehört? Was? Nee, sorry. Du wärst ein ganz schlechter Soldat. Anstatt dass du einfach befehlen folgst, sagst du erstmal, hä, warum? Ja. Okay, ich bin auch nur hier, hab den Ton über deinen Stream. Ich hab dich nicht verlassen, als einziger Zuschauer bei dir. Ja, seht ihr, Phoenix kennt noch sowas wie Treue und Ehrgefühl.
Ich bin seit 10 Jahren mit Willi befreundet, höre ich euch bei ihm. Danke. Deswegen schaut er ja bei Willi und hat nur bei mir den Ton an. Oh, warte. Lass ihn hier auf die Säule hauen, den Dicky. Was denn für eine Säule? Hier, die vor mir. Jungfrau Maria. Meinst du den Baum oder was? Achso, das da. Wo könnte da eine Säule kommen? Kannst du es bitte nicht stiefeln? Kannst du bitte hauen? Hallo, hier. Mach was. Ist da wohl was drin, was raus soll, oder? Ja. Ja. Hallo, hier. Also ich. Noch. Hallo? Was bricht denn Steffi jetzt so ab? Ich hab gerade zu Steffi gesagt, Steffi im Stream in der Zwischenzeit, wo könnte da irgendwann mal eine Säule auftauchen? Hallo? Ich war über die Mutter Maria auch ein bisschen Hallo? Verwirrt. Keine Ahnung, ich schau gerade nicht mal hin, ich stell mir das einfach nur meinem Kopf gerade vor, wo das rein könnte. Oh shit. Wenn wir ihn einfach töten, ich glaube er... Machen sie sich ihr eigenes Elden Ring Schloss. Kannst eigentlich im Zweifel einfach ein paar Grabsteine rein. Und ganz viele Leichenteile für dieses Schloss konkret, dann geht das schon. Weißt du, dass er das zerstören kann? Ja. Oh Gott, er zerstört mich. Nein, tut er nicht. Meine Anus ist doch noch so jung. So. Was, Latein hat aber nichts mit Spanisch zu tun, sagte meine Spanischlehrer, bis wir zu Como kamen. Zuvor bekannt als wir und ich ihm dann als erste Person präsentativ aktiv von Comer um die Ohren gehauen habe. Ich habe ein Gemälde geklappt, ich bin ein Dieb. Okay, cool, was tut es? Neues Minecraft-Projekt für dich, Elden Ring in Minecraft nachbauen, aber alleine. Nee, du, lass mal gut sein. Besitze ich noch irgendwas, was heilt? Oh! Warte mal kurz. Okay, schade. Noch einen sinnvollen Beitrag da ist, der Kisir vorhin gemeint hat, du solltest irgendeine Minenwaffe spielen, weil es zu dir passen würde. Es gibt später einen Dungeon, da kannst du quasi einen sehr, sehr großen Finger finden, der quasi auch als Großschwert dient. Das ist dann eher die richtige Minenwaffe für dich, glaube ich. Gott, endlich habe ich mal einen besseren Schild. Wie Fingergun in Call of Duty oder was das ist. Such mich. Das ist quasi ein riesiger Finger. Und dann gibt's quasi einen Spezialangriff, damit kannst du dann quasi jemanden einfach so wegschnippen, quasi. Nein! Nein! Was stimmt nicht mit dir? Ich bin nicht die Rüstung! Du, das Problem ist, dass es relativ witzlos ist, weil ich deinen Lebensbalken sehe. Oh. Da vorne ist eine Gnade. Verschon mich. Ja. Da vorne ist Loot. Nimm ihn nicht mit. Da unten sind Fledermäuse. Ja, wie wär's, wenn wir erstmal die Gnade nehmen? Gnade dir Gott. Weil mein Leben ist so ein bisschen am Sack. Ja, Chris, warte mal kurz hier an der Gnade, ne? Warum? Ach, naja. Zeit für eine Runde Sport. Oh Gott. Hat zwar kaum Punkte, aber Squats. Gut. Ich verteile noch erstmal ein Level. Warte. Perfekt. Draw him like one of your French girls.
Wow. He's now framed of murder. Ah, nein, ich bin aufgestanden. Warte kurz, ich setze mich nochmal hin. No, it's a dick pic. Komm, im Ort der Gnade ist doch fair, oder? Ja, ja, klar. Alles gut. So. Jetzt mal eine Sportpause nutzen, um mich zu verabschieden, weil ich habe leider die Bürde, morgen ein sinnvolles Mitglied der Gesellschaft sein zu müssen. Ja gut, ich bin okay. Morgen sinnlos und werde erstmal früh zum Sport gehen. Also ohne Mist, ich gehe morgen früh zum Sport. Während Alia eine Säule der Gesellschaft ist, gehe ich kurz mal für kleine... Ich wünsche dir viel Spaß, Alia. Vielen Dank. Und ich wünsche dir eine gute Nacht und vielen Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis denn. Ciao. Also, ciao. Also, wolltest du was sagen? Also, nee, ich wollte nur sagen, jetzt wo Chris weg ist, bin ich eine Snitch und klink mich auch mal aus. Was? Oh, ich hab mich schon gewundert. Chris hört das übrigens, ja. Ne? Er hat ein Funk-Headset. Ja, ich bin eine Snitch und klink mich aus. Willst du nicht mehr mit dann uns beiden zusammen zocken? Ich muss, morgen durchaus auch eine Säule der Gesellschaft sein und warum seid ihr alle so produktiv? Ich lasse dich und deinen Sport allein. Oh. Kommen noch drei. Fröhliches Leiden und noch viel Spaß, auch die Leute im Stream und du snitch nicht, hab ich! Guten Nacht. Ach, warte mal, alles gehört! Ich bin gleichzeitig weg. 3, 2, 1. Wow, ich wollte Alia noch was fragen. Gut, dann brauchen wir noch eine kurze Pause, damit ich Alia noch mal schnell schreiben kann. Beziehungsweise im Chat nachlesen kann. Meine Konzentration ist so scheiße. Ich wollte gerade was machen. Ich wollte den Chat schauen. Ist der Finger vom Meme-Niveau auf dem Niveau, dass es in Genshin ein Fisch als Großschwert und ein Schwertfisch als Bogen gibt? Das ist eine gute Frage. Ich würde tatsächlich jetzt gerne die Ruhe noch etwas genießen. Waren doch etwas viele Stimmen auf einmal, wenn es okay ist für dich. Bist du fertig? Warte kurz, ich muss nur schnell bei Elia nochmal in den Chat reinschauen. 13. Es kommt ein Freitag. Okay, gut. 10 Stück. Top. Ich hau dir hier die Leute raus. Ja, echt. Vor allem bei den Zuschauern. Ich hatte gerade noch 8. Jetzt bin ich wieder bei 5. Gut, Ali und Steffi sind gegangen. Ich glaube, ich war bei 7, nicht bei 8. This is Sparta! Ob man da unten landen kann? Probier's aus. Komm mal. Sieht gut aus. Hallo. Hier, yeah, kannst du landen. Du hast den Stein verfehlt. Warte kurz. Hui. Hui. Den ich auch garantiert nicht platziert habe, weil ich eigentlich einen Heiltrank trinken wollte. Ist hier unten, war ich hier schon? Oh ja. Oh ja. Pepperidge Farm remembers. Warte mal, ist das nicht die Rattengrube, in der Peter draufgegangen ist? Ja, es ist die Rattengrube, in der Peter draufgegangen ist. Ah. Schöffel, falls es dich interessiert, ping. Müsste eigentlich erst um ich will morgen nicht in die Schule, aber dass ich hier ein Hero sein muss und so, muss ich um 8 Uhr tanzen. Ja gut, ich sag's dir ehrlich, ich habe morgen keinen Bock, um 6 Uhr aufzustehen für Arbeit. Vor allem, weil ich halt einfach keinen Bock habe, mich um Probleme zu kümmern, die problemlastig sind. Manchmal will ich nicht erwachsen sein.
Und die vermeidbar oder wären, wenn man die Idiotie unter Kontrolle kriegen würde, ne? Oder um TikTok zu zitieren, I need an adult. I am an adult. I need an adult here, adult. Okay, du solltest da nur Feuchtigkeit runtergehen. Bist du bereit zu sterben? Empfiehlst du Keule oder empfiehlst du Schwert? Blutung. Beides ist Blut. Okay, zwei Schläge, 250. Weg von ihm. Ja, zum Glück habe ich einen starken Schild ausgerüstet. Der 100% körperlich blockt. Der Moment, Phoenix, ich muss kurz den Kampf überleben, dann kann ich dir antworten. Wie wäre es, wenn wir die Qualitätsqualle auspacken? Fuck! Das war hab ich. Was kam recht gut an vom Ping, aber ich habe mehr Probleme mit BIOS-Warntönen und bisher löse ich sie wie ein Unerwachsener. Was? Swoosh, mein Freund. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ja, immer noch hier unten. Hä? Das ist ja kein Boss, kein regulärer. Und? Du kannst respawnen. Wie, du kannst respawnen? Ich kämpfe immer noch gegen den. Was? Ich bin an der Gnade rausgekommen. Voll reingerollt. Scheffel, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wo... Nicht an der Gnade rasten, ne? Ja, das ist auch das Dingeling der Cardboard Animation. Ach, scheiße, ich hab... das falsche Ding gesoffen. Wo bist du? Was? Wo bist du? Bin jetzt wieder unten. Ja, warte, ich komm auch. Schöffel, ich habe leider gerade nicht gerafft, was das mit dem Ping ist. Mein 2015-16 PC macht manchmal böse BIOS-Pieptöne beim Hochfahren und manchmal nicht. Ach so, ah. Die guten BIOS-Pieptöne. Chris, dreh dich um. Oh. Ja, ich habe mich voll geheilt. Ich hänge gerade in meiner eigenen Twitter-Bubble fest. Achso, nö, der lebt nicht. Also, warte. Chris, guck mich an. Ich hänge in meiner Twitter-Bubble. Oh Gott. Aua. Okay, meine Twitter-Bubble ist gerade gestorben. Aua. Pingling. Gott, ich hab Panik geheilt. War nicht gut. Ah, erwischt. Doppelt. Es ist Chris. Fucking shitting hell. Ich hab doch einfach meine Küche. Worth it. Goldene Saat. Goldene Saat ist worth it. Wurf. So. Jetzt haben wir den Basilisken besiegt. Darf ich vorstellen, das Gesicht von Salazar Slytherin.
Warte mal, Blutfleck berühren? Wieso kann ich einen Blutfleck berühren? Ja, das ist Rogier. Oh, ist der tot? Weiß ich nicht. Na, es ist Rogiers Blutfleck. Würde ich behaupten, es ist Rogier. Ja. The face of Salazar Slytherin. Sieht halt echt so aus. Ah, hier ist eine Leiter, krass. Ich verschwinde dann auch mal mein Cliff-Trauma verstärken. Alles klar, dann wünsche ich dir viel Spaß, Phoenix. Bis dann. Bis dann, gute Nacht, Phoenix. Es sieht noch besser aus, wenn die Qualle auf der Nase rumtanzt wie ein Popel. Ja, der ist halt schon echt hässlich, ne? Alter, wie lange geht denn die Leiter hier? Willst du ihn schämen, Willi? Ja. Okay. Wow. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Ich wollte gerade sagen, mein Charakter klettert höher als meine YouTube-Karriere. Lol, und ist es nicht mal gelogen? Wow. Stiefelkreis. Ja, momentan geht deine Twitch-Karriere mehr. Ja, gut. Liegt aber auch an den Bots, die mich da heute überrannt haben. Komm. Bevor wir jetzt wieder zurückrennen. Oh. Sparen wir uns doch den Weg. Rechts von Level. Bei mir leider nicht. Eins geht, ja. Oh, wobei, goldene Rune. Scheiße. Ich höre bei deiner Richtung immer nur Kling, Kling. Eingesetzt, eingesetzt, weg damit. Scheiße, mir fehlen noch 1000 Runen. Das sind die 1000, die dumme Bitch mir abgezogen hat bei meinem letzten Tod. Mindestens. Wenn eben Bastard doch töten sollen. Ist nicht zu spät. Nein. Also mir nicht, ob wir schon die Queststellen verpasst haben, die zweiten. Ich weiß ja auch nicht. Okay, mal 1000, wenn wir eben rauchen. Was? Mal 1000? Jo. Imagine, du bist so faul, um deine Abdeckung rumzugehen, dass du einfach einen Armbrustbolzen reinfeuerst. Jo, ne? Oh, guck mal, hier vorne, goldener Baum. Hui. Halt nach diesem kleinen goldenen Bäumchen hier immer Ausschau. Oh Gott, als ob ich sowas sehe. Kleines goldenes Bäumchen, das ist ziemlich eindeutig. Ja, du findest auch Wegeführung eindeutig. Ach, mach mal denn. Well, who do we have here? Tarnished, are you? Clearly not one of Godric's lot. I am Nefeli Lu, tarnished and warrior like you. I'm here by decree of my father. How utterly repellent this is. This grafting of Godric's ill befits a lord. He's tainted the very winds. If you intend to challenge Godric, I ask you call upon me. The winds run foul with his deeds. I'm certain father would permit me aid the fight. Apologies, but I've idled long enough. As fellow tarnished, we must each follow our own guidance. Down whatever road takes us to the throne of Elden Lord.
Okay. Ja, dich rufen wir bei unserem Kampf. Könnte sie lore-technisch die Tochter von Hora losern? Einem der vorherigen Eldenfürsten, wenn ich das richtig verstanden habe. Keine Ahnung. Möglicherweise. Die Kleine ist das am besten. Ja, schon. Ich habe noch eine smartere Idee. Kämpf du weiter, lenk sie ab. Ja, ich habe die Kleinen gerade umgelegt. Mimo smart! Komm einfach hinter. Ah, Ort der Gnase. Wuffel, save the day. Flaschen, stimmt. Ich kann ja Aufladung hinzufügen. Zweimal sogar. Ach nee, jetzt brauchst du schon zwei goldene Saaten, um eins zu erhöhen. Oh. Ein Scheiß. Scheiße, ich brauche nur 300. What the fuck? Ich war einmal durchgesippt. Ja, warte kurz. Muss nur mal gerade kurz einen Talisman umrüsten. Ich brauche noch 300 Runen. In den goldenen Nebel, da ist Bossfight. Ja, ich weiß. Ich weiß. Jetzt mal den ollen Mistkäfer da plätten. Sind die Krüge Feinde? Ja. Guck sie dir an, sie sind mini. Da ist der Große! Surprise! Ich muss zugeben, ich wusste, er kommt da. Au. Was hast du davon? Bam, Junge, fick dich. Einfach so eine ganze Fleischklopssuppe. Was liegt denn hier? Oh, hier liegen Cookies. Hier liegen Cookies. Ich will Cookies. Keine Kekse. So, gesprungener Pott. Wo geht's denn hier lang? Wo geht's denn da lang? Oh, da vorne ist Loot. Wo geht's bei dir lang? Irgendwo noch erkunden. Ups. Würde ich vorschlagen, das machen wir und dann probieren wir den Boss nochmal und dann ist ja, glaube ich, ein ziemlich runder Stream für heute. Denke ich auch. Aufzug. Blutzug. Aufzug. Wow. Waren wir hier schon mal? Ja. Da geht's wieder raus auf den Hof mit den Leuten mit den vielen Kanonen. Ah. Setz dich mal nicht daran. Stimmt, sonst spawnt hier oben der ganze Shit wieder. Cool, dass du als was als Steelchar dich traust, mal einen Morgenstern auszuprobieren? Oder als Stealth? Ja, die Sache, also der Morgenstern, der macht halt auch Blutung. Ich mag meine Blutung und der prügelt halt ziemlich drauf. Mein Schwert ist gegen Rüstung relativ ineffektiv. Und da hilft der Morgenstern schon ganz gut aus. Oder Bäume zum Beispiel. Mein Freund der Baum, den prügel ich am besten mit dem Morgenstern um. NPC rufen? Ja, nein? Ja, gerne. Ich glaube halt, dass sie was zur Story mit beiträgt, wenn sie mitkämpft. Das ist okay. Bin mir aber nicht sicher. Und dann gleich noch an den Jellyfipsch denken. Fipschi!
Jetzt schauen wir erstmal die Katzi. Mieze-Katzi. Mighty Dragon. Der Idiot. Born heir. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Well. Lowly tarnished. Das ist der Spinnentyp, oder? Ich mag seinen Auftritt. I am the Lord of all that is golden. Ich mag seinen Auftritt. Gibt's noch eine Spinne später oder ist er der Typ, den Roderica meint? Mit hier Gliedmaßen. Den meinte sie. Ja, deswegen hat er auch so viele Arme. Okay, weil cool. Die halt in ihn verpflanzt wurden. Ich hab die Qualle vergessen. Ich meine, weil der Fuchs einfach nur aufs Katana geht und sich den Wechsel nicht traut. Naja gut, bei Fuchs ist aber auch die Sache, Elden Ring ist, glaube ich, sein erstes Souls-like. Ich habe ja schon Dark Souls 1 bis 3 gespielt. Und Sekiro. Bloodborne habe ich auch zum Teil mitgespielt. Und Demon's Souls geguckt. Also so ein bisschen Erfahrungswert ist da schon da und auch wenn ich sehr gerne nur mit der Uschi spielen würde, hab ich gemerkt, es lohnt sich nicht. Er ist der Typ. Der Typ of all that is golden. LOL, ich hab den Kill, Dingens, schieß mich tot. Also hier diese Animation. Den Rip-Off. Danke. Fuck, leidet der. Der hatte gerade über 4000 Schadenspunkte unten. Der hat auch seine scheiß Axt einfach in seinem Arm. Ah, stimmt, der hat sich gerade einen Arm abgehackt, weil er jetzt seinem Drachen den Arm in den Po schiebt. Feuerwerkshow für Arme. Das war knapp. Na, zum Glück habe ich Feuerresistenz auf meiner Kutte. Oh Gott! Ich stand einfach da und der hat mich nicht erwischt, Gott sei Dank. Das war's mit der Qualle. To our home, bathed in rays of gold. Godrick, der verpflanzte Aspen Slain. Godricks große Rune. Yay. Und das Echo der Verpflanzen. Aber ganz ehrlich, jetzt verstehe ich deinen Comment für Uschi. Erinnerst du dich, wo ich dich bezüglich Uschi wegen der dritten Klasse Filme gefragt hatte? Oh, dritte Klasse Filme leider nicht, aber ich weiß, dass du mich wegen der Uschi gefragt hast.
Wir müssen auf jeden Fall bei Gelegenheit jetzt ein Mausoleum mit aufsuchen. Okay, weil wir da so eine goldene Rune ein... Nee, du hast diese Seele ja gerade von Godric bekommen. Hm. Und die kannst du in diesem Mausoleum duplizieren. Einfach so, kostenlos. Gehst du hin, packst die Seele rein, kriegst du 2 Seele raus. Das finde ich auch eine ziemlich nice Mechanik aus dem Punkt, dass du dann ziemlich gut die Bosswaffen bekommen kannst. Ja, gut. Genau, ich habe meine Level gleich angelegt. Ich auch. So, was sind wir denn map-technisch? Okay, wir müssen dann auf jeden Fall hier einmal hin. Das machen wir auf jeden Fall noch in der Folge, weil das ist nice. Okay. Machen wir das. Komm, das machen wir. Nee, okay, wir gehen erst in den Roundtable Hold. Dann holen wir uns noch was Tolles ab und dann ist das ein gutes Ende für heute. Okay. Achso, warte mal, Roundtable Hold, da muss ich auf der Karte hin navigieren. Das kriegt ihr leider nicht hin. Charlie. Warum steht Roderica, die dumme Kuh, jetzt schon wieder hier? Weiß ich nicht. A pleasure to meet you. My name is Rosen. There's a round table. I never knew, although I'm still looking. Sie wegen verpackt. Offensichtlich. You're a new fan, no matter. Lay out your... The girl you bought, she's crazy. She has it. I saw in her eye. So, Waffen verstärken. Das Schwert kann ich leider noch nicht upgraden. Hm. Ich möchte dir, beziehungsweise euch, du und Chris, noch echt die Nacht der lebenden Loser als Film empfehlen. Okay. Guck mal, Wolverine kratzt Arsch. Wow. It's all a bit much. I'm still looking. You're telling me I don't believe. If I do, I suppose I should. I'll ask certainly. I know he... I can tell. So, komm mal mit hier hoch. Die Tür ist nämlich jetzt hier offen. Ah, okay. Guck mal, die 2 Finger. Okay, die bewegen sich. 2 Finger berühren. Yeah. Of the Golden Order, anchor of all lands, giver of grace, wellspring of all joy. Until it was shattered, the tragic corruption of the Order has taken its toll. Across the realm, life lies in ruin, fallen to pieces. Foul curses and misery spread. Unabating, but the greater will has not abandoned the realm, nor the life that inhabits it. So it is that the tarnished are guided by grace, called
to act. Brave Tarnished, your great rune is a handsome shard of the Elden Ring. Seek another of its kind to become Elden Lord and restore the Golden Order. Let the words of the fingers guide you. Ich finde es nicht gut, wenn die Finger bei mir erzittern, wenn ich als Befleckte den Raum betrete. Soll ich ihr das Echo jetzt in der Hand drücken? Nee, das Echo ist die Seele vom Boss, die müssen wir erst duplizieren. Achso. Im Mausoleum machst du das. The children tainted by answers. The great town in the demigods. Godric the grunt of the lit. Okay. Ja, ich lass mich von deinen Fingern leiten, du alte Schrumpelhexe. Deutsche Trash-Comedy mit vielen bekannten Schauspielern. Eine deutsche Punk-Band hat quasi den gesamten Soundtrack geschrieben. Ja, werde ich mal gucken, wo man das gucken kann. Hey, du goldener Heini. Ach, ja, die mit seiner Todeswurzel. Ja, genau, du und deine Todeswurzel und die Seefahrer, genau, und die magische Mülltonne. Wo bist denn du jetzt schon wieder hin? Achso, hier. Steht er in einem Schneehaufen? Ah, we meet again after all. I apologize for any offense given by my bearing, but I'm quite unable to move, you see. So, what do you need? Ah, you defeated Godric and claimed yourself a great rune. Hmm. Looks like we both got what we wanted out of Stormvale, didn't we? Well done, friend. Something to mark the occasion. Go on, take it. Oh lol, was? As you might have guessed, I still can't move. My fighting days are behind me. No need to be polite. I've no use for it anymore. The misshapen corpse under Stormvale. That is a sacred relic of the Black Knives plot, as that famed night of assassination is known. It happened during the golden age of the Erdtree, long before the shattering of the Elden Ring. Someone stole a fragment of the Rune of Death from Malaketh, the Black Blade, and on a bitter night, murdered Godwin the Golden. That was the first recorded death of a demigod in all history. And it became the catalyst. Soon, the Elden Ring was smashed, and thus sprang forth the war known as the Shattering. I once wished to become a scholar, you see. I've spent many an hour scouring the archives for knowledge of that fateful plot. The world has grown crooked, and if you intend to put it to rights, you'd better understand what happened to make it this way. Hmm? And that thing is to blame for the shape I'm in now. I urge the utmost caution. Don't disturb the corpse more than necessary. Ah, so you've met Dee. Dee is an old friend. We found ourselves journeying together for a time, bound by our exploration of death. Yep. But our paths have since diverged. Wir hängen noch im Dialog. Though that's hardly an uncommon fate for two friends. Wie krass ist dein Rapier? Redest du dann mit ihm über alles, was er jetzt so sagen hat? Mhm.
du durch? Ich glaube ja. Oh nee, doch nicht. The centipede is an ancient symbol of the curse. As long as whoever finds and uses it is not nefarious by nature, then we may be able to form an alliance. If only I could speak to them in, and if they were like you. Mhm. Ich wollte jetzt nämlich nochmal mit dir reden. Hm. Those who live in death should be left well alone. All the more should you spy a mariner among their number. Okay. Hat er dir das mit Überoji jetzt erzählt? Oder hast du gar nicht zugehört? Er hat mir gesagt, ich soll mich vor dem Seefahrer in Acht nehmen. Hm. Bei mir gibt's einen kleinen Bug. Hm. Schöffel meint gerade, beim Fuchs sitzt der Typ, glaube ich mal, voll im Sack drin, ja, und ist selbst am Verwesen. Sitzt er bei dir auch auf dem Sack? Ja, das ist verbuggt. Okay. Beziehungsweise auf dem Sack ist auch schon zu gut gesagt. Seine Füße sind im Sack und der Rest von ihm noch weiter drüber. Hier drüben. Hm? Die hier hatte was für dich. Ja. You again. I thought you'd receive a summons to the round table. Nefeli Lu. We met at Stormvale. I'm glad to see you here. I have something for you. I found it in Godric's grafting grounds. You defeated him. You should have it. Make good use of it. I don't intend to make a habit of scavenging corpses. Was ist denn der Arsenal-Talisman? Ah, yes. I wonder if Der erhöht dein maximales Ausrüstungsgewicht. Sowas wie Harvest Ring. Father is leader, I'm sure talking to him. Okay, mit dir kann ich nicht reden. Ah. You've received the wisdom of the tooth, then I bid you welcome. I am known as Gideon. As a tarnished who wishes to stand before the Elven, I am accumulating knowledge. To be all-knowing. You now belong to a select group of fellows. As such, I ask that you remain constant. Ich muss jetzt nicht wissen, wie das Lore von den ganzen Leuten ist. Ja. Das ist ein bisschen viel Menüpunkte. Für den Moment auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, wir sammeln noch kurz mal Sachen. Was für Sachen? Also machen noch ein, was wichtig ist und dann... Hier eine Tafelrundfeste? Oh, komm noch mal zum Juk. Na, Sinnkrise. Ich kann nicht mit ihm reden. Redet er mit dir? Ja. Er will sich nicht von uns helfen lassen. Und seine Gebete gehen uns nichts an. The fuck, wo ist Roderica hin? Die sitzt bei dir wieder da? Ja. Oh mein Gott, ist das verpackt. I
Bei mir steht sie immer noch vorne. Bekomme ich, gut, das ist eine Beta. Bekomme ich bei mit dem Follow bei dir nur eine Info, wenn du online gehst? Ja, normalerweise schon. Ich kann dich auch gerne auf den quasi Community-Server holen. Ich wurde darum angebettelt, einen Community-Server aufzumachen, weil es ja super toll und so. Und alle Leute, die darauf gekommen sind, haben den erstmal gemutet. Ja, das war so ein bisschen... Ja. Deswegen stagniert der auch gerade ja. So ein bisschen. Also ich benutze den eigentlich nur, um at everyone zu pingen, falls irgendjemand ihn doch nicht gemutet hat oder mal zufällig raufguckt und sieht, dass da eine neue Nachricht aufploppt. Aber ping ich so. Halt immer at everyone, sobald ich live gehe. Wir gehen hinten rum. Ja, das war so ein bisschen... Er war ein bisschen traurig. Ja. So, du machst dir die Mühe, richtest es ein und dann so, ja. Das habe Discord habe ich unter dem Video nicht gefunden. Ja, nee, den habe ich auch nicht verlinkt. Weil eigentlich war es so mit dem Gedanken, das sollte ein Community-Server für Roddick und mich sein. Und wir wollten dann erstmal selber kontrollieren, wie die Leute raufkommen. Also sozusagen, die kommen rauf und wir schalten die selber frei. Haben uns aber damit noch nicht auseinandergesetzt und dachten, ja gut, das kommt dann noch. Aber weil keiner den Server nutzt, haben wir auch ehrlich gesagt keine Lust, uns mit so einer Sache auseinanderzusetzen. Deswegen, falls jemand auf den Server will, generieren wir halt kurz einen Link und ja. Nutzen den. Weil noch ist es einfacher, es so zu kontrollieren. Ja. Wo bist du schon wieder? Kämpfst du? Ja, einmal hier runtergegangen. Achso. Ich kann nur gerade nicht auf die Map schauen. Ja, voll ins Arschloch. Oh oh. Du bist ein anderer Bastard, der so getrötet hat. Ach, da oben. Tötet, was trötet. Der war illegal. Wieso war er unter 18? na, ich will euch keine Arbeit machen. Ach, alles gut. Das heißt Arbeit, das wäre vielleicht eine Chance nochmal. Hat er gerade seinen Hund getötet? Das leider ja, gescheitert ist. Wollte ich hier eigentlich nicht triggern. Ja, es ist leider durch Zufall passiert. Wollen wir es den doch mal versuchen? Falls Fuchs, Cici oder Shedrick online ist, wäre ich da, aber würde gerne bei euch mal reinschauen. Ja, alles gut. Also, ich streame, beziehungsweise wir streamen normalerweise montags so 9:30 rum, Elden Ring aktuell. Hin und wieder auch mal was anderes, zum Beispiel Zelda Oracle of Seasons oder Resident Evil, sofern Roddick darauf Lust hat. Beziehungsweise auch, je nachdem wie Arbeitstag bei mir war, wenn genau. Mir alles auf den Sack geht und ich mental einfach wirklich am Sack bin, dann nehme man in mir es bitte nicht übel, dass ich mich nicht nochmal vor einen Stream schminke. Genau. Bei mir kommt meistens Montag so gegen 3 Minecraft, beziehungsweise so generell irgendwas. Heute wollte ich eigentlich Anno streamen. Ich war aber so überfordert von dem Spiel, dass ich mich dann spontan für Civ 6 entschieden habe und dann nochmal ein kleines Twitch Clips Germany React. Wäre total genau. Für Civ zu haben, aber erstmal lernen. Meinst du Civ lernen oder. Oh, wow. Oder für Schule, Ausbildung oder sowas lernen?
Puff, bei mir wurde es gerade wieder ziemlich düster. Gibt's eigentlich sowas wie einen Heimkehrknochen? Ja, aber die sind etwas seltener, weil du ja meistens zu Gnade einfach warpen kannst. Okay. Okay, ich habe erstmal die Gegner hier beseitigt. Soll ich irgendwo hin warpen? Nee. Oh, da steht ja noch einer. Hallo, Kollege. Genau hier, wo wir sein wollen. Zifflern, habe erst knapp 440 Stunden. Siehst du aber auch beim Discord vom Fuchs. Wie, was soll ich da sehen? Dass du die ganze Zeit am Ziff zocken bist, oder was? Also ich kann dir auch gerne mal mein Modpack schicken. Ich habe eine Kollektion zusammengestellt mit Mods, die ich sehr cool finde, um das Spiel ein bisschen besser zu balancen. Au, fuck. Hier waren wir noch nicht, oder? Doch, guck mal da runter. Das ist das Tor, wo wir vorhin durchgekommen sind. Ja, aber hier oben eigentlich waren wir noch nicht. Nee, bei der Gnade hier waren wir noch nicht. Ein Schloch. Boah, wie behindert kann man in seinem Scheißleben sein? Antwort: dieser eine Ballistenschütze. Nee, hatte dir eine Nachricht beim PM vom Fuchs geschickt, aber beim Absenden warst du vielleicht schon. Du miese Fickfehler! Das ist möglich. Sorry, es wird spät. Was? Sorry, es wird spät. Ja. So, weg mit dir. An den da oben kommen wir nicht ran. Nee, jetzt gehen wir direkt dahin, wo man. Ah, der da oben kommt runter. Na dann, stirb doch. Was, wo bist du schon wieder? Auf dem Kompass gucken. Aufpassen, der Löwe da hinten rechts ist mit Vorsicht zu genießen. Ja, dich erstmal finden, du. Du bist schon weiter gelaufen als ich bin. Achtung. Oh. Genau, der Löwe. Ja, Chris, bitte echt ein bisschen auf mich warten, ne? Ich stand offen im Feld. Ich hab dich nicht gesehen. Au. Und ich habe auf dich gewartet. Der hat das gleiche Moveset wie einer der behinderten Gegner aus Dark Souls 3. Diese Eisviecher. Nee, diese Nervige. Die Vorreiter. Möglich. Das ist schön, wie du das auch probierst. Nur nochmal sicher gehen. Ja doch, hier sollten wir rasten, mal kurz. Ich hatte zwei Debuffs. Warte kurz.
Oh nein, das reicht doch schon wieder nicht. Bei mir reicht. Gut, du bist auch ein bisschen niedriger als ich vom Level her. Welches hast du denn jetzt? Ich komme jetzt auf Level 36. Ich bin auf 40. Geht frei. Unterschiedstechnisch. Ja. Schon, aber es sind halt trotzdem 4 Level Unterschied. Könnte nicht schlimmer sein. Ja, stimmt. Bei Dark Souls hatten wir schlimmeren. Achtung, ich garantiere nicht, dass eine von diesen Steinspackos hier nicht lebt. Mhm. Ja, da vorne. Schnell hin. Warum schnell hin? Also, der hat keine Fernkampfwaffe. Au. Okay, tschüss. Ja, da kommt noch der zweite Gerät dazu. Und da hinten ist der mit dem Bogen. Ich renne zum Bogentypen. Ja, natürlich hast du Feuer, du Arschloch. Ich muss mal kurz umrüsten, ich brauche meine Keule. Kriegst du den? Ja, er ist abgelenkt zumindest. Also der Bogen sollte dir gerade nicht mehr auf den Sack gehen. Ja, ich laufe gerade sauber rückwärts vor den beiden anderen weg. Au. Komm mit. Ja, das ist gut, weil hier wird langsam die Arena ein bisschen knapp. Kannst du Kehrtwende machen? Nö, wird nicht gut. Vor allem, wenn ich nichts sehe. Dann ist es noch beschissener. Huch. Wer den denn jetzt betäubt? Keine Ahnung. Wir nehmen es. Au. 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 Du machst deine Aufgabe gut. Oh, come on. Hab ihn. Nein! Du Sau! Was? Das ist für den perfekten Riposte. Ich will den Riposte. Ich gebe dir den Riposte. Das ist mein Riposte! Ich würde mich da mal in eure Taktik einlesen, aber ich habe eine 0,1% Trophäe für in Geschichte nicht aufgepasst. What? Ich glaube, den Erfolg habe ich auch. Dann muss ich nochmal nachlesen, was der ist. Ja, die waren ätzend. Aber ich erinnere mich an die Szene aus... Was? Meine Fresse, ich sollte nicht so rumschreien. Och. Bei mir kam es ganz sauber an. Ich erinnere mich an die Szene aus Cardboard Animation. Ja, aber du weißt, ich habe Nachbarn. So. Ja, aber deine Nachbarn hören ja nichts mehr. Wenn du von den unteren redest, ja, ich habe aber Angst trotzdem wegen den oberen. Ja, die oberen? Über dir ist keiner mehr. Unteren, nebenan. Achso, ja gut, können die nicht zuordnen. Was möchtest du eigentlich noch machen?
wird langsam wirklich spät, Chris. Wir müssen nur noch diesen Turm raufkraxeln, der ist relativ linear nach oben. Wollte nur schnell schauen, ob da vorne was liegt. Ja, wir müssen nur den Turm rauf. Der hier vorne. Der hier vorne. Mhm. Der ist nur ein Aufzug. Mhm. Gegner sollten da jetzt keine mehr kommen. So. In Geschichten nicht aufgepasst. Macht mit einer römischen Legion eine atomare Verseuchung weg. Ups. Gut, den Erfolg habe ich noch nicht. Liegt aber auch unter anderem daran, dass ich Rom kaum spiele. Nee, habe ich leider nicht. Also, glaube ich, weiß ich nicht. So, wir haben die Spitze des Turms gesehen. Wir können den Turm beenden. Ups. Ja, alles gut, dann kann ich da auch mal schnell rasten. Oh, kann ich noch ein Level verteilen. Komm mit. Komm mit, Piggeli. Touch der Rune. Kraft einer großen Rune wiederherstellen. Große Rune wiederhergestellt. Godrics große Rune. Ja. Yeah. Krass. Die können wir jetzt theoretisch ausrüsten. Okay. Und wo bei den Talismanen? Ich überlege gerade, wo das war. Hatten wir nicht hier irgendwo ein Menü? Wo hast du denn das ausgerüstet? Ach, ich glaube am Feuer. Achso. Hab, glaube ich, auch nur Rom, England, Deutschland noch ein sehr kriegslüsternes Volk gespielt. Kriegslüstern fallen mir ganz spontan die Zulu ein. Ja, gehst du nämlich auf große Runen und dann kannst du Godrics große Runen ausrüsten. Böd alle Attribute. Nice. Genau. Jetzt gehst du mal in dein Inventar. Inventar. Okay, das bringt nichts. Wir haben noch nichts. Scheiße, wir haben noch keinen Runenbogen. Es gibt ein Item namens Runenbogen. Ah, Sobald wir das verwenden, das ist wie eine Glut. Werden alle Attribute, also alle unsere Level, die wir haben, plus 5 gerechnet. Solange du, bis du halt stirbst, musst du wieder einen neuen Runenbogen einsetzen. Aber ist halt ziemlich geil, wenn du einfach mal 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40 Level auf Deutsch Faktor aufsteigst. Auch wenn es nur 5 auf jedem Attribut sind. Ich denke aber, das ist ein guter Punkt, um Schluss zu machen für heute. Ja, das denke ich auch. Ah. Ich denke, wir haben heute echt viel geschafft. Ja. Und es hat auch echt viel Spaß gemacht. Jo. Schau mal, wie viel wir schon entdeckt haben. Die Map. Ist das viel? Sieht zumindest schon ordentlich aus. Cool. Finde ich. Okay. Jo. Genau, dann. Nächstes Mal gehen wir dann hoch Richtung Raya Lucaria, die Akademie. Wollen wir nächstes Mal vielleicht noch einmal dem Geldtunnel eine Chance geben? Einfach nur einmal versuchen, den Tausendfüßler zu erledigen und dann, wenn wir niedergeknüppelt werden, direkt wieder umdrehen?
Ja, können wir ja machen. Cool. Genau, und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Ich hoffe, wir konnten euch unterhalten. Ich hoffe, es war lustig mit Sporteinlage und allem drum und dran. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und auch ich bedanke mich bei allen ganz herzlich fürs Zusehen. Bedanke mich nochmal bei Ali und Steffi fürs Mitkommentieren, bei Chris fürs Mitzocken, bei Schöffel, bei dir ganz herzlich fürs Zusehen und bei allen anderen, die auch zugesehen haben. MRB, Phoenix, ich glaube Ori war auch ganz kurz mal mit drin. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht und morgen einen schönen Start in den Tag. Schöffel, dir schicke ich noch einen Discord-Link, dass du dann auch vielleicht, also wenn du mit drauf kommst, dann jedes Mal gepinkt wirst, wenn ich online gehe. Ja, und bis dahin, gute Nacht. Ciao, ciao.